Stichwort Sektorensperre im Allianzstadion. Ja, aus zweierlei Hinsicht. Zum einen Sektorensperre, das Rapid jetzt sehr elegant versucht, ein bisschen zu umgehen, werden wir dann sehen. Sehr elegant. Ja, finde ich schon. Also wenn man das alles ausnutzt, was so rechtlich möglich ist. Und zum anderen ist natürlich auch sportlich sehr, sehr interessant. Didi Kübauer, das erste Mal mit St. Pölten jetzt bei Rapid zu Gast. Also wird ein interessantes Spiel. Dann schauen wir, schlage ich vor, gleich einmal zu Beginn der Sendung in das eben zum Teil schon sehr, sehr leere Allianzstadion. Johannes Brandl, wie schaut es aus im Westen Wiens? Ja, herzlich willkommen hier in Hütteldorf. Normalerweise passen hier ja 28.600 Menschen in dieses Stadion. Heute werden es nur 10.000 sein. Der Grund, ja, die Sektorensperre. Die Hintertortribünen sind aufgrund der Ausschreitungen im Wiener Derby für dieses Spiel heute gesperrt. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, wo sind die Rapid-Fans? Ja, die Rapid-Fans, die sind heute im Auswärtssektor, nämlich da oben. 2.100 finden da drinnen Platz. Also es ist sowas Ähnliches wie ein alternativer Fansektor heute. Laut Rapid steht das ja nicht im Urteil der Bundesliga, dass das verboten sei. Und die Rapidler, die wärmen auch auf dieser Spielfeldhälfte heute auf, also auch alles etwas anders. Goran Djuricin hat gemeint, auf die sportliche Leistung wird das alles natürlich keinen Einfluss haben. Und jetzt ist die Frage, ja, wo sind denn die St. Pölten-Fans? Die St. Pölten-Fans, die sitzen dann hier in diesem Sektor, also erste Reihe fußfrei, nicht unweit von den Rapid-Fans entfernt. Also alles heute etwas anders hier in Hütteldorf und das eben, ihr habt es schon gesagt, bei der Premiere von Didi Kübauer als neuer Head Coach von St. Pölten. Damit vorerst einmal zurück zu euch ins Studio. Dankeschön, Johannes. Didi Küber hat offenbar ein paar St. Pölten-Fans angelockt. Goran Djuricin, Michi, meint, sportlich hat das überhaupt keine Auswirkungen, dass der Westblock heute leer ist. Spielt es in den Köpfen irgendwie mit? Oder hakt man das Thema ab und du sagst auch, nein, gar nicht? Nein, ich glaube, gegen St. Pölten ist es nicht ganz so schlimm. Also das kann man verkraften und ich glaube, das wird auch keine Auswirkungen haben. Wurde ja auch so ein bisschen hingetimt, oder? Dass es die St. Pölten-Partie wird. Ja, alles sehr, sehr gescheit gemacht, alles ausgenutzt, was möglich ist. Die Anwälte haben gute Arbeit geleistet. Den schlage ich vor und beginne an dieses Thema mit der vergangenen Woche. Michi, woran ist Oliver Lederer als St. Pölten-Trainer gescheitert? Zu viele Niederlagen, zu viele Tore bekommen. Ja, irgendwann einmal muss man was anderes probieren. Er hat sich sehr hohe Ziele gesetzt, ist ein unglaublich ehrgeiziger junger Trainer, aber auch sehr selbstkritisch und er hat sich mehr erwartet, dass er da mehr bewegen kann. Selbstkritisch ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für Oliver Lederer. Christoph Jochum hat ihn gestern am Abend getroffen. Hier ist seine Analyse seiner St. Pölten-Zeit. Oliver Lederer wenige Tage nach seiner Freistellung. Es sind diese Phasen im Leben eines Trainers, in denen man das Gefühl hat, ein wenig in der Luft zu hängen. Die Zukunft ist noch nicht greifbar, die Vergangenheit noch nicht verarbeitet. Ich habe schon versucht, vieles oftmals von mir wegzuschieben und nicht ganz so nah an mich heranzulassen. Das war eigentlich mein Vorhaben. Und irgendwann einmal wachst du dann auf und kommst drauf, dass du wieder alles genauso an dich ranlässt und dass es wieder etwas mit dir macht. Aber ich glaube auch, dass ich das brauche. Ich kann ohne dem nicht arbeiten, ohne das an mich ranzulassen, ohne diese Gefühle zuzulassen, ohne diese Emotion zuzulassen, kann ich nicht arbeiten. Und ich brauche den Druck, ich brauche das für mich selbst. Das ist meine Arbeitsweise und das bin ich. Zu Frühjahrsbeginn will Lederer mit St. Pölten noch durchstarten. Er brennt. Der Kader nach seinen Wünschen verstärkt, die Erwartungshaltung, vor allem seine eigene, sehr hoch. Aber der Leistungssprung bleibt aus. Naja, es ist eher schlechter geworden. Das greife ich mir selber an und das ist ja der größte Vorwurf, den ich mir selber mache, weil ich doch den einen oder anderen Wunschspieler bekommen habe, dass ich deren Potenzial aber nicht so in die Mannschaft habe einfügen können, wie es die Mannschaft gebraucht hätte, um besser zu werden. Und von daher ist es schon sehr enttäuschend, auch für mich selber, auch für mich persönlich, dass ich da so gegen die Wand gefahren bin. Das ist, sehe ich schon auch als persönliche Niederlage. St. Pölten mit den strategischen Partnern, mit den vielen Einflüsterern, ein schwieriger Verein.
nichts davon, was beim SKN läuft, ist in irgendeiner Form ein Alibi oder Ausrede für die Performance, die ich als Trainer dort abgeliefert habe. Also das lasse ich für mich selber so nie gelten. Ich habe auch gewusst, wie der Verein aufgestellt ist. Das hat man mir ja erklärt und ich habe das auch zur Kenntnis genommen und habe den Job auch so angetreten. Und von daher wird das heute und in Zukunft niemals eine Ausrede sein. Und jetzt übernimmt also Didi Kübauer, ein alter Bekannter von Oliver Lederer. Es ist so, dass ich am heutigen Tag der Meinung bin, dass es in der Situation, in der sich der SKN jetzt befindet, dass der Didi der Beste ist, den man bekommen kann. Er ist einer, der mit seiner Intuition sehr vieles sehr schnell bewegen kann und dass er kurzfristig natürlich jemand ist, der unglaublich hypen kann. Ich habe ihn selber als Spieler ja erlebt, ich habe ihn ja auch als Trainer gehabt und ich weiß, was er beim Spieler bewirken kann. Und da gehört er für mich zu den besten Trainern Österreichs, was das betrifft. Die Frage wird einfach sein, wie er sie entwickelt hat. Oliver Lederer wird es aus der Distanz beobachten. Er wird versuchen, Abstand zu gewinnen in den kommenden Tagen. Es gilt, diese frustrierenden Monate abzuhaken. Ja, Kübauer ist momentan der Beste, den St. Pölten bekommen kann. Das sagt Oliver Lederer. Walter, ist Kübauer der Beste, den St. Pölten bekommen hat können? Man sagt, Didi Kübauer nachher kann eine Mannschaft oder einen Spieler stark reden, er kann ihn aber auch schwach reden. Ja, ich glaube, in der Situation braucht St. Pölten einen Trainer, der überzeugt ist, da noch was sportlich bewirken zu können. Also man hat jetzt in St. Pölten sehr, sehr viel probiert. Lederer, der eher vom System her was versucht hat umzustellen, eine andere Art und Weise Fußball zu spielen. Dann hat er im Winter Spieler dazu bekommen. Das hat trotzdem nicht funktioniert. Und jetzt, glaube ich, ist sicher Trainer gefragt, der dort einfach der Mannschaft wieder so etwas wie Selbstvertrauen einimpfen könnte. Ja, ob es dann soweit ist, muss man auch die Resultate dazu schaffen. Aber so die Grundvoraussetzungen, jemanden zu bringen, der wirklich von der Art herkommt, dass man pusht, dass man die Spieler richtig erwischt, glaube ich, ist ein guter Ansatz. Michi, Didi Kübauers Debüt im Allianzstadion. Nur ein Drittel ist da. Das fängt nicht gut an. Ja, er hätte sich wahrscheinlich ein volles Stadion gewünscht. Und vielleicht auch verdient für sein Antritt bei St. Pölten. Aber ich glaube auch, dass er der richtige Mann zur richtigen Zeit jetzt ist. Er muss es natürlich wie jeder andere auch beweisen. Und ja, es ist ziemlich brisant, dass man gleich zu Rapid kommt und dort sein Debüt gibt als Trainer. Also, aber er wird alles geben, so wie die Mannschaft, die wird sich für ihn zerreißen, glaube ich. Sind wir gespannt. Brisant, interessant. Dietmar Kübauer vor seinem Debüt als St. Pölten Trainer vor dem Spiel bei Rapid, bei Johannes Brandl. Das erste Spiel als Trainer des SKN und dann hier gegen Rapid, Didi Kübauer. Ist das für Sie ein spezieller Tag? Das Spezielle jetzt wäre, wenn wir wirklich eine gute Leistung abliefern würden und überraschen würden. Wie haben Sie denn versucht, in den letzten Tagen diesen Negativlauf, den die Spieler sicher im Kopf gehabt haben, aus den Köpfen rauszubringen? Na, aus den Köpfen, das ist, glaube ich, man kann das jetzt nicht alles aufwerfen, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist. Also ich habe gesagt, wir schauen nach vorn. Wir haben jetzt versucht, natürlich Stabilität reinzubringen. Ist die Zeit noch immer zu kurz, brauchen wir gar nicht reden. Wenn es halt funktionieren würde, glaube ich, können es diese 5, 6 Trainings gewesen sein. Aber natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir am besten gegen Rapid spielen können und ich hoffe, dass er aufgeht. Drei Neuer haben Sie in der Startformation, System 5-4-1. Was sind die Vorgaben, die die Mannschaft zu erfüllen hat? Naja, ich glaube, das System sagt ja das schon. Ich denke immer, dass wir wirklich einmal gut stehen müssen. Aber das ist nicht nur ausschließlich Defensive, muss ich dazu sagen. Also wenn wir das machen würden, ist ganz klar, dass irgendwann kann schief gehen, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt 90 Minuten immer richtig stehen. Also wir müssen schon versuchen, nach vorne anzuspielen. Aber das Wichtigste ist, dass wir heute wirklich einmal eine gute Defense spielen und alles andere muss natürlich auch passieren, aber Defensive ist viel heute. Welche Aufgaben werden auch auf die zentralen Spieler im Mittelfeld zukommen, auf Hofbauer und auf Rasen? Nein, nicht nur auf Hofbauer und Rasen, sondern auf alle Spieler. Auch der David und der Schütze müssen natürlich auch ihre Arbeit in der Defensive leisten. Und natürlich darüber hinaus müssen sie schon. Also es ist nicht so, dass wir jetzt keine Räume bekommen werden und die müssen wir dann auch nützen. Also es ist nicht der Bus vor dem Tor? Also so haben wir es definitiv nicht angelegt, sage ich mal. Natürlich gehört Mut dazu, da im Allianzstadion ein bisschen schwer noch. Es gehört Mut dazu, es gehört natürlich Aggressivität dazu, Zweikampfstärke muss vorhanden sein, aber nur sie einzuigeln, das wäre der falsche Weg.
Ihr Gegenüber hat gesagt, die St. Pöltener, die werden rohes Fleisch essen vor dem Spiel. Was steht denn heute auf dem Speiseplan? Naja, das Essverhalten war ziemlich normal. Also von dem her kann ich mich wirklich nicht beklagen. Die Jungs haben wirklich gut gegessen. Willkommen im Allianz Stadion, liebe Zuseher. Schön, dass Sie mit uns hier auf Sky live dabei sind. Beim Heimspiel des SK Rapid gegen den SK in St. Pölten. Klingt eigentlich nach einer ganz normalen und nicht außergewöhnlichen Bundesliga-Paarung, aber die aktuellen Begleitumstände verleihen diesem Duell heute dann doch irgendwie eine gewisse Brisanz. Zum einen, das sehen Sie ja schon hier im Hintergrund, die vielbesprochene Fan-Thematik und den damit verbundenen Sektorensperren. So ist der Block West heute, wie er von den Fans selber genannt wird, nicht für die Fans zugelassen, aber dafür sind die 2000 Rapid-Fans im Gästesektor heute unterwegs und sorgen für Stimmung. Also ein bisschen komische Atmosphäre heute und Fanumstände, die dieses Spiel begleiten. Die SKN-Fans, die mussten ausweichen, sitzen dafür relativ nahe am Spielfeld, quasi fußfrei und dürfen da in den ersten vier Reihen der Haupttribüne Platz nehmen. Sind ja nicht so viele. Das andere große Thema ist natürlich die Rückkehr von Didi Kübauer in die Bundesliga als Cheftrainer. Und das ausgerechnet bei seinem Herzensklub Rapid. Das hat schon was Besonderes, auch wenn er es vor diesem Spiel gar nicht so hochgespielt hat, dieses Thema. Ist ja klar, aber das muss für den ehemaligen Meisterspieler von Rapid, Cupsieger und Europacup-Finalisten schon eine ganz außergewöhnliche Situation sein. Und natürlich weiß auch er, langsam aber sicher müssen Punkte her. Das hofft auch Goran Djuricin, dass das heute wieder gelingen soll, nachdem es zuletzt ja in Sachen Punkte und Tore durchaus wieder funktioniert hat. Mit dieser Startelf geht es heute gegen St. Pölten. Da gibt es drei Veränderungen gegenüber dem 4:2 in Mattersburg. Da kommt zum einen Turnwald in die Mannschaft, war vorige Woche krank. Verteidigt heute an der rechten Seite anstelle von Auer. Thanos Petzos, der den gesperrten Lubicic ersetzt auf der Sechserposition neben Stefan Schwab und Philipp Schobesberger. Der darf also mal wieder von Beginn an ran. Ja, nicht ganz einfach für ihn gewesen. Die frühe Saison bisher wurde auch stark kritisiert, nicht nur vom Trainer, sondern auch von Freddy Bickel und heute Schobesberger wieder, also von Start weg anstelle von Beton Berischer. So, wir begleiten die beiden Mannschaften raus. In etwa also 10.000 Besucher, die heute nur hier sein dürfen. Das, was wir normalerweise im Block West sehen, sehen wir heute Abend also im eigentlichen Gästefansektor, die Choreografie der Rapid-Fans, und das sind die 260 St. Pölten-Anhänger, die für Stimmung sorgen. Schiedsrichter ist René Eisner für dieses heutige Duell, sein 12. Saisoneinsatz. Assistiert von Robert Steinacher und Gerald Bauernfeind. Der vierte Offizielle heute heißt Petro Czukirka. So, was hat sich Didi Kübauer also ausgedacht? Was hat er ausgeheckt gegen seinen Herzensklub, gegen Rapid? Er versucht es mal mit einer Fünferkette in diesem 5-4-1-System. Der Auftrag ist natürlich klar, die Defensive muss mal stabil agieren.
Mehmedović ist heute mit dabei an der linken Seite, Atanga am Flügel und Hofbauer in der Mitte. Das sind die Spieler, die neu mit dabei sind im Vergleich zur vergangenen Runde, in der ja noch Oliver Lederer coachte und mit dem 1:5 gegen Sturm die Tätigkeit beendet hatte. Heute also Didi Kübauer zum ersten Mal seit November 2015 wieder in der Bundesliga als Trainer unterwegs. Damals noch für den WRC und heute für St. Pölten. Seine Mannschaft eröffnet dieses Bundesligaspiel von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Der Favoritenrolle hat sich prinzipiell natürlich nichts geändert, auch wenn jetzt Don Didi das Trainerzepter schwingt. Aber zum einen ist Rapid ganz gut wieder in Schwung gekommen. Speziell die erste Hälfte in Mattersburg war richtig stark, garniert mit 4 Toren. Davor den WRC mit 5:1 vom Feld geschossen. Die werden wieder fast wie im Fließband geschossen bei den Grün-Weißen. St. Pölten, eine Mannschaft, das wissen Sie, liebe Zuseher, die große, große Probleme hat in Sachen Gegentore. 67 Gegentore schon in dieser Saison. Ein unglaublicher Wert, aber da gibt es noch viele andere Zahlen, die rekordverdächtig sind, die leider aus Sicht der Niederösterreicher nicht positiv auszulegen sind. Und auch deshalb hat Kübauer unter anderem vor diesem Spiel gemeint und im Blick Richtung Saisonende, es wäre ein Weltwunder, wenn es seine Mannschaft hier schaffen könnte, die Klasse zu halten, ohne Relegation wohlgemerkt. Schobesberger mit Spolingoli. Guter Ball auf Kvilitaja. Ja, und dann war Riegler zum richtigen Zeitpunkt ziemlich weit draußen, aber schon sehr früh, sagen wir es mal so, antizipiert und gut mitgespielt. Riegler, dessen Vertrag auch verlängert wurde bis 2020. Huber mit der Balleroberung. Dann versucht St. Pölten schnell umzuschalten, gelingt nicht, war zu wenig Raum gegeben. Gegenpressing bei Rapid hat funktioniert, Foul dann an Stefan Schwab. Und alle Spieler von St. Pölten in der eigenen Hälfte lassen Rapid mal kommen. Das heißt, da wird es für die Wiener zunächst mal wenige Räume geben, die zu bespielen sind. Aber mit Schaub, mit Schobesberger, mit Schwab gibt es genügend Akteure, die auch auf engen Raum gut kombinieren können. Thomas Burg, den darf ich da nicht ganz vergessen in dieser Hinsicht, der in Mattersburg sehr erfolgreich agiert hat. 2 Tore gemacht, 1 vorbereitet. Rapid wird ja Schelton noch ein bisschen länger fehlen nach seinem
Außenbander ist im rechten Knie, den er sich zugesogen hat. Das war eine feine Ballannahme eigentlich von Thurnwald, aber vorbeigekommen ist er dennoch nicht. Also bei Schwelton, da weiß man noch nicht ganz genau, wann er wieder zurückkommen wird. Jetzt könnte Quilitaia aber zur ersten Topchance kommen und das ist Elfmeter für Rapid, eine klare Entscheidung. Überhaupt keine Reklamationen. Gibt nicht mal Gelb für Riegler. Sein 50. Bundesligaspiel beginnt nicht optimal. Christoph Riegler. Na, die Slapstick-Einlage der St. Pöltener passend zu dieser Saison. Schießen sich da gegenseitig aus dem Verkehr und jetzt hat Quilitaia die Chance, vom Punkt Rapid hier in Führung zu bringen. Ja, ein bisschen ein Holper-Elfmeter, macht aber nichts aus Sicht von Gheorghe Quilitaia. 7. Saisontor, 1-0 Rapid. Die Entstehungsgeschichte natürlich unglaublich kurios. Diallo, der da Luan angeschossen hat und von dort kommt der Ball zu Quilitaia, der sich gut in Szene setzt, vorbeigeht an Riegler, der keine andere Möglichkeit mehr hat, als dieses Foul zu begehen. Unstrittig diese Entscheidung von René Eisner, der in seinem 12. Saisoneinsatz also dann doch mal einen Elfmeter verhängt. Also es beginnt auch unter Didi Kübauer. Alles andere als gut. Dafür hätte es hier beinahe die Ausgleichschance für Tanga gegeben. Der Ball bleibt bei St. Pölten. Es gibt den Eckball. Gute Flanke von Schütz. Eigentlich ideal dieser Ball. Bolingoli war dann doch nah genug dran. Atanga, der jetzt die Ecke ausführt. Das gar nicht mal so gut. Atanga bekommt den Ball, ja, hätte ihn wieder zurückbekommen sollen. Also die Pleitenpech-Aktionen und Pannengeschichten. Sie finden eine Fortsetzung, zumindest mal in diesen ersten Minuten hier im Allianz-Stadion. Da haben sie sich, so gesehen, selber die Räume zu eng gemacht. Diallo und Luan. Ja, den Rücken der Abwehr gespielt. Quilitaia. Nicht noch an Elfmeter, denken sich wohl die St. Pölten und lassen ihn da gewähren. Thurnwald. Flanke kommt dicht an. Wieder ein Fehler bei den Niederösterreichern, die dann irgendwie den Ball rausbekommen aus dem eigenen Strafraum. Bereut sie die Kübauer schon? Hofmann. War Max Hofmann, Steffen zumindest wieder mal im Kader mit dabei, weil er Schulter ausfällt. Wie geht es den anderen verletzten Spielern? Santo, der wird in der Saison wohl nicht mehr zurückkommen. Jetzt schauen wir, was dieser Rapid-Angriff bringt, denn da hat man jetzt wieder das Gefühl, jeder Angriff der Gastgeber könnte hier zu einer Top-Chance führen. Also Santo weiterhin out, Dibon Mocinic. Probleme nach ihren Comebacks.
speziell bei Modric ist das ja schon fast eine unendliche Geschichte. Hofbauer gegen Schaub. Der ist da im Liegen versucht. Das gar nicht so unerfolgreich. Und wieder Julius Schaub, der Sitz- und Liegefußballer in dieser Minute, an dem übrigens der FC Köln interessiert sein soll. Schaub, der noch einen Vertrag hat bis 2020. Mal schauen, was an der Geschichte dran ist. Entlastung für St. Pölten. Das tut mal gut. Nach diesen aufregenden Anfangsminuten. Fehlpass von Schwab. Passiert ihm in dieser Form auch nicht allzu oft. Hofbauer. Spielverlagerung funktioniert. Atanga. Kommt aber nicht vorbei an Bolingoli. Jetzt waren sich auch Schaub und Bolingoli im Weg. Steht's. Wieder Tanga. Ball bleibt beim SKN. Und vor ein, zwei Minuten diese Liege, Stehen, Sitz, Fußballaktion von Schaub und dann nagellich das Foul an Quili Thaya. Bezos. St. Pölten zieht sich wieder zurück, versucht in die Grundordnung zu kommen. Guter Ball von Galvao für Schaub. Schwab, auch das technisch fein gelöst. Bezos. Der Ball läuft gut bei Rapid. Thurnwald, Flanke, die nicht abgefälscht wurde. Aber es gibt Applaus von den Rängen und das zu Recht, weil der Angriff an sich sehr schön vorgetragen wurde. Genauso kann man eben dann auch eine der tiefstehende Mannschaft ausspielen. Wenn da eben gute Techniker am Werk sind wie Schaub, Schwab, Spiel zum richtigen Zeitpunkt verlagert wird und das noch dazu mit Tempo und das gegen eine komplett verunsicherte Mannschaft, die in dieser Saison erst 10 Punkte geholt hat und das nach 28 Spieltagen. Absolvieren. 10 Punkte Rückstand auf den WRC ist zwar nicht unmöglich, aber die Frage stellt sich dann schon, ob die Mannschaft noch daran glaubt bei dieser Niederlagenserie. Früher, da gab es zwar ausgerechnet in Wolfsberg den einzigen Erfolg, aber ansonsten nur Pleiten. Und auch der WRC könnte ja möglicherweise wieder mal punkten. Stehen die
Fragezeichen schon ganz klar auf Relegation. Und die wird mit Sicherheit auch keinen Honig schlecken, wenn wir da an die aktuelle Situation in der Skygo ersten Liga denken. Momentan zum Beispiel würde dann St. Pölten gegen DSV Ried Relegation spielen, die sich momentan ein bisschen schwer tut und vielleicht auch bald wieder den Trainer wechseln wird. Gibt es dann am Montag eine Entscheidung, wie es aussieht, ob Frank Schiemer weitermacht oder ob ein neuer kommt. Ja, und gegen seine Mannschaft willst du dann auch nicht unbedingt Relegation spielen. Galvao, super Wechselpass auf Turnwald. Schobesberger, der das auch sehr gut macht, im Bedrängnis. Also Rapid hat hier alles ganz locker im Griff. Hat eigentlich überhaupt kein Problem mit dieser tiefstehenden Mannschaft. Weil St. Pölten auch nicht aggressiv genug spielt. Da passt zwar die Grundordnung, schön zu erkennen, dieses 5-4-1-System. Aber wenn die Aggressivität nicht passt, die Niederösterreicher gar nicht reinkommen in die entscheidenden Zweikämpfe, dann hilft es auch nichts, wenn man so defensiv steht. Die Räume gemacht. Ja, gibt es wieder keine Ecke. Thomas Burg ist was erstaunt. So, das war der Holper-Elfmeter von Quilly Thayer. Und vielleicht zum idealen Zeitpunkt für Quilly Thayer verspricht sich da auch noch der Ball. Denn ansonsten hätte Regler vielleicht die Chance gehabt, irgendwie ranzukommen. Der Rasen hier im Übrigen, und das haben Sie ja auch am Elfmeter gesehen, nicht im allerbesten Zustand. Und Quilly Thayer, der den Elfmeter also dann doch mit etwas Glück versenkt hat und der sein 14. Bundesligator erzielt hat. Übrigens da auch überlegen können. Gegner Tanga, Quilly Thayer, der 13 seiner 14 Bundesliga-Tore im Westen Wiens erzielt hat, sprich bei Rapid Heimspielen und eines bei der Austria, also auch in Wien. Das ist irgendwie auch spannend. Hat mittlerweile 51 Bundesliga-Spiele am Buckel, Georg G. Quilly Thayer, und noch nie außerhalb Wiens getroffen. Statistiken, die nur die Bundesliga schreibt. Schobesberger wollte da ablegen für Quilly Thayer, der war aber zu weit weg. So gesehen hätte Schobesberger möglicherweise selbst lösen können. Oder sollen. Oliver Lederer. Bemerkenswertes Interview, wie ich finde, hat er da unserem Kollegen Christoph Jochen gegeben. Vielleicht haben Sie es in der Vorberichterstattung gesehen. Ich schaue jetzt die Schussposition mit Bolingoli. Doch mal Eckball geben. Also Oliver Lederer, der nicht nur authentisch wirkt, sondern es auch ist und auch sehr, sehr selbstkritisch mit sich da ziemlich hart ins Gericht gegangen ist. Aber okay, nach der Bilanz versteht man das auch. Unter Lederer gab 16 Niederlagen in 21 Spielen. Und heute ist er also hier zu Gast im Allianzstadion. Sieht die Ecke von Rapid, die vorerst mal nichts einbringt. Petzos forciert den Doppelpass und dann das Missverständnis. Da hat er sich einen anderen Laufweg vorgestellt vom Teamkollegen. Also die einzige Gefahr momentan für Rapid sehe ich nur dann, wenn es ist jetzt unterbewusst ein bisschen zu locker vielleicht schon nehmen, weil sie merken, wie einfach es geht, sich dadurch zu kombinieren, auch wenn die weiteren Großchancen fehlen. Aber prinzipiell ist das bis jetzt ein Spaziergang in Grün-Weiß. Einzige Ausnahme war die schöne, scharfe Flanke von Schütz, aber da fehlt es dann eben auch an der nötigen Gefahr im Sturmzentrum. Da gibt es keinen Mittelstürmer.
der Kopfballstärke ausstrahlt, der genau in solche Bälle hineingeht. Extrem viel Ballbesitz für Rapid werden. Außer St. Pölten packt irgendwann einen Plan B aus, falls sie den haben oder falls sie ihn überhaupt umsetzen können. Nächste Ecke. Ausrechenbar, was er davor hatte, dass er da außen vorbeigeht. Damit hat Martin Rasner gerechnet. Und dann der Stimmenfoul von Bolingoli, das auch unstrittig war. Könnte er laufen, aber auch hier ziemlich easy, wie Max Hofmann diesen Zweikampf noch gewinnen konnte, obwohl Rizky zunächst in einer besseren Position schien, aber dann einfach körperlich nicht dagegen halten kann. Auf der anderen Seite Schobesberger. Der Ball war ja eigentlich gut gedacht, kommt dann aber nicht an. Vom Gedanken her aber richtig gut. Rapid hat hier durchaus beeindruckende Zahlen bisher vorzuweisen in diesen ersten 21 Minuten, die jetzt gespielt sind. Diesen Zweikampf, den Hofmann ganz locker gewonnen hat. Stellvertretend für eine Zweikampfbilanz von 73% gewonnene Duelle Mann gegen Mann aus Sicht von Rapid. Ein immens hoher Wert. Fast unglaublich eigentlich. Dazu 74% Ballbesitz. Passquote, die mit 86% bisher auch richtig gut aussieht. Natürlich sind da viele Pässe wie diese hier eben gesehen mit dabei, aber auch im Angriffsdrittel wird schön kombiniert. Das einzige Manko noch aus Sicht von Rapid, dass daraus eigentlich noch relativ wenige wirkliche Chancen herausgekommen sind. Eigentlich bis auf die Elfmetersituation gar keine. Unterhaltsames, gutes Spiel wäre es natürlich schön, wenn St. Pölten, wie auch immer das gelingen sollte, mehr dagegen halten könnte. Der Ball kommt durch. Wie geht diese Reise? Ja, kommt er eigentlich hier vorbei gegen zwei Schaub mit Stefan Schwab. Der kommt punktgenau für Schobesberger. Philipp Schobesberger. Bolingoli. Schöne Flanke. Abseits dann die Entscheidung, aber auch dieser Angriff. Fein gespielt. Hat. Deshalb die Fahne oben von Gerald Bauernfeind. Aber Ball ging sowieso drüber. Schobesberger wird jetzt mehr und mehr ins Spiel angebunden. Bolingoli nach Pass von Murk. Die Flanke kommt nicht, aber es gibt einen Wolleschuss von Schwab. Der Abpraller landet bei Luis Schaub. Zumindest wird mal eine Flanke blockiert.
kommt tatsächlich vorbei. Flanke ist sehr gut natürlich. Und dann Quilitaia mitten aufs Tor auf Christoph Riegler. Ich weiß nicht, ob der Ball wirklich so geplant war, den ganz rauszuspielen. Da natürlich großartig gemacht, schöne Flanke Quilitaia. Und bemerkenswert auch an dieser Szene, das war ein Torschuss von Rapid aufs Tor. Was ist daran bemerkenswert, wenn Sie sich fragen, liebe Zuseher? Das ist die Vorgeschichte dazu, denn die letzten 10 Torschüsse, die Rapid aufs Tor abgegeben hat, und zwar gegen den BRC und dann zuletzt in Mattersburg, gingen alle rein. Und jetzt der 11. in dieser Serie eben nicht, weil eben direkt auf Riegler, den musste er dann natürlich auch halten, auch wenn die Distanz kurz war. Was wird sich hier jetzt gerade denken? Didi Kübauer, dem natürlich klar war, dass er nicht von heute auf morgen diese Mannschaft so weit umkrempeln kann, dass sie dann plötzlich bei Rapid hier dominant agieren können und wirklich Chance um Chance herausarbeiten können. Aber dass es Rapid hier so einfach hat, auch dieser Zweikampf, ganz typisch. Nicht mal im Ansatz ein Foul, das war einfach nur gut den Körper reingestellt von Boligoli gegen Atanga. Wieder Zweikampf Hofmann gegen Rieski. Das sind Duelle, die bei mehr Robustheit eigentlich auch andersrum hätten ausgehen können. Diese Situation, in der sich St. Pölten befindet, sind solche Zweikämpfe eigentlich fast zwingend zu gewinnen oder zumindest ernsthaft auszuführen. Mit spielerischen Mitteln wird St. Pölten hier gegen Rapid nicht weit kommen. Petzos wieder für Quilitaia eigentlich eine tolle Passoption gegeben. Schubesberger lauerte. Zweiter Anlauf über Schwab. Denn Natanga ist schnell, den könnte er noch haben. Und dann ist Richard Schrebinger dann doch nicht wirklich gefordert. Also dem muss er richtig fahrt sein, Schrebinger. Goli. Schubesberger. Hofbauer. Luan gegen Burg. Wieder Hofbauer, Rasner. Zumindest mal eine etwas längere Ballstaffette der St. Pöltener. Und sogar auch Raumgewinn. Wird dieser Angriff auch fertig gespielt? Das ist die große Frage.
nicht laufen. Rasner und Stets. Das wollte er da gegen Galvao. Die St. Pöltener Ballstaffettenherrlichkeit hat wieder ein Ende gefunden, ohne dass es auch nur ansatzweise gefährlich wurde für die Defensive von Rapid. Galvao ist ja die meisten Ballaktionen und die beste Passquote, wird auch kaum gefordert da hinten. Schon von Zweikampfintensität gesprochen, von fehlender auf Seiten der St. Pöltener. Also Sachen Zweikämpfe sind sie bestens versorgt, wenn sie mit dabei sind bei uns. Finale Nummer 1 in der ersten Bahn Eishockey-Liga. Die Finalserie beginnt am Sonntag, 13.45 Uhr, Sky Sport 2 HD. Salzburg, großer Favorit gegen den HCB Südtirol, auch wenn die Bozener die Caps überraschenderweise rausgeschmissen haben. Schön gemacht von Golingoli mit Burg. Atanga. Nicht ohne Risiko, aber aufgegangen. Und davon wird Riske jetzt wohl diesen Zweikampf auch nicht gewinnen können. Sehr viele wendige, prinzipiell durchaus schnelle Spieler bei St. Pölten in der Offensive aufgestellt, aber in Sachen Robustheit, Durchsetzungsvermögen sind sie dann doch stark überfordert, die Herren Atanga, Schütz, Riski, die können wir Hofbauer auch noch mitnehmen. Also wenn was gehen sollte für die Niederösterreicher, dann eben, wenn sie ins Tempo hineinkommen. Aber das schaffen sie noch nicht. Deshalb einfaches Spiel für Rapid. Aber die Wiener führen eben nur mit 1:0. Schwab setzt sich da gegen zwei durch. Auch ohne großes Problem. Allerdings verhaut er dann die Spielverlagerung. Schütz kommt mal durch, da ist mal Tempo zu sehen. Jetzt könnte es mal interessant werden, wenn sich Schütz nicht den Ball zu weit vorgelegt hätte. Aber zu seinem Glück gibt es zumindest die Ecke und nicht den Einwurf. Also so halb belohnt worden, zumindest für diesen Antritt. Daniel Schütz. Gutes Tackling von Luis Schaub. War möglich eben, weil der letzte Kontakt von Schütz unsauber war. Ecke. Hofmann kehrt vor und für Strebinger. Burg. Jetzt kann Rapid sogar kontern. Quilitaia, er hätte schießen können. Da war Riegler weit, weit vor dem Tor. Da hätte es machen können wie Zlatko Dedic vor einigen Tagen in der Skagerrask-Liga für Wacker Innsbruck. Der ein super Tor erzielt hat. Jetzt kommt Rapid, aber rein in den Strafraum und damit näher vor Riegler, aber nicht durch. In Persona Luis Schaub. Burg. Petzos. Der geht. Der war ein bisschen steil von Stefan Schwab, der doch ein paar Fehlpässe mit dabei hat in seinem Spiel heute und sich dementsprechend auch darüber ärgert.
Ansatz mit den Torschüssen wieder funktioniert für ihn. In der Mattersburg mit seinem 8. Saisontreffer. Mit den meisten bei Rapid übrigens. Also auch daran erkennt man, dass Rapid hier in dieser Spielzeit der echte Goalgetter fehlt. Zumindest hat Willi Thayer wieder hier und da begonnen zu treffen. Hier auch heute vom Punkt das bisher einzige Tor. 36 Minuten gespielt. Es spielt weiterhin fast nur im Rapid. Damit spielt sich fast gar nichts ab vor Strebinger, sondern fast alles vor Christoph Riegler. Eigentlich aufsteht. In der Coaching-Zone nur bisher ein paar Mal aufgetaucht ist und hier versucht hat, von außen einzuwirken. Ansonsten relativ ruhig wie hier verfolgt er bisher dieses Spiel. Das ihm prinzipiell nicht gefallen kann, aber das vom Ergebnis her noch alles oder vieles bereit hält und offen lässt. Wenn dann doch mal was kommt in der Offensive bei den Niederösterreichern. Eben weil es Rapid möglicherweise dann doch irgendwann zu lasch angehen könnte. Weil es gar so einfach war zu Beginn. Abseits von Rieski, der auch schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr getroffen hat. Der flotte Finne, im September war es im vergangenen Jahr. Durchaus eng, enger als es zumindest ausgesehen hat. In der Realgeschwindigkeit aber schon wieder Rapid am Ball. Also zumindest kein Rapid-Spieler. Das sind diese Unkonzentriertheiten, die sich möglicherweise jetzt mehr und mehr einschleichen ins Spiel von Rapid. Rieger gerade noch mal ausreichend, wie er da den Ball behandelt hat. Hofbauer mit Schütz, der aber gut attackiert wird, keine Möglichkeit hatte, da durchzukommen. Vielleicht reklamiert er zu Recht den Einwurf, aber an mehr war hier nicht zu denken. Das war mal ein guter defensiver Zweikampf, geführt von David Atanga. Schwab löst sich und zwar wunderbar. Was für eine Ballannahme! Und dann Riegler mit dem Kopf irgendwie die Parade möglich nach dem Pass von Hofmann. Pässe, die normalerweise man gewohnt war vom Steffen Hofmann, aber der war auch nicht schlecht. Von Max. Riegler und übrigens auch Willi Thayer haben sich da ein bisschen wehgetan.
Hier schwappt der Anzeig, spielt mit dem Ball, der kommt zum perfekten Zeitpunkt. Super Pass von Hofmann, die Ballannahme, ein Traum von Schwab und dann knallt er die Kugel an den Kopf von Riegler, der da schnell genug draußen war, den Winkel verkürzt hat und hat dann noch vom Knie, glaube ich, von Schwab ein bisschen was abbekommen. War natürlich keine Absicht, hat aber ebenso natürlich wehgetan. Und auch so kann man eine Fünferkette aushebeln, wenn der Laufweg zum richtigen Zeitpunkt kommt und wenn dann eben auch das Passtiming so ideal ausfällt, wie eben gesehen. Wunderbar, auch diese Ballannahme. Dann dieser Kontakt eben vielleicht nicht mehr optimal, deshalb war es für Riegler möglich, den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes hinzuhalten. Damit hält er seine Mannschaft auch weiter im Spiel. Hier sorgen für ein bisschen Stimmung, haben sich alle von ihren Plätzen erhoben und klatschen artig zur Leistung ihrer Mannschaft, die auch wirklich ganz in Ordnung ist. Auch der Angriff ist bisher in Ordnung. Murk gegen Diallo. Flanke kommt. Der Fehler von Riegler. Nicht gut eingeschätzt. Diesen Ball, Schwab hat er per Kopf für Gefahr sorgen können. Otanga dann wieder überhaupt kein Auftrag für Roperiski gegen Galvao. Schöne Flanke von Schwab. Riegler, der hier nicht gefault wird von Stefan Schwab, der einfach ein gutes Kopfball-Timing hier hatte. Also knapp vor Ende der ersten Hälfte doch wieder ein paar interessante Möglichkeiten für Rapid. Gute Strafraumszenen, die Topchance für Schwab und jetzt die Probleme für Riegler. Aber noch immer ist der Unterhaltungswert dieser Begegnung durchaus überschaubar. Ändert sich das jetzt, wenn Riske hier möglicherweise auch mal den Zug zum Tor findet. Geht da weit weg und dann die Flanke sehr dankbar für Richard Strebinger. Und die Fans feuern Thomas Murk an, dass er schneller tun soll, denn die Räume sind jetzt ein bisschen offener als im Normalfall hier in dieser ersten Hälfte. Und dann ohne Foul gelöst. So gesehen gut gemacht. Von Nimedovic. Schubesberger. Und jetzt gibt's Pfiffe für die eigene Mannschaft. Das verstehe ich aber auch, weil sie hier die erste Hälfte einfach nur runterspielen wollen und hier darauf verzichten, wie es aussieht, noch einen ernsthaften Angriff zu zeigen. Ja, könnte sich doch noch ausgehen. Nein. Das war's, der Pausenpfiff von René Eisner. Es gibt hier jetzt einige Pfiffe für die eigene Mannschaft. Das ist natürlich auch interessant. Aber okay, Rapid führt also mit 1:0 durch das schnelle Tor von Gheorghe Kvilitaia vom Elfmeterpunkt. Der Ball, der interessant holperte, wenn Sie es genau wissen wollen, 4 Meter vor Riegler. Komisch aufsprang und wegsprang, Riegler nicht hingekommen und
Das 1-0 war schnell gegeben. Danach hat Rapid alles kontrolliert, hatte extrem viel Ballbesitz. Gar nicht mal so viele Top-Chancen, aber ja, so zwei, drei gute Möglichkeiten haben sich dann noch dazu gesellt, dieses Ergebnis noch besser zu gestalten. Zur Pause, was kam von St. Pölten unter Didi Kübauer in der Offensive? Eigentlich nichts. Nada, niente. Vielleicht ändert sich das dann nach der Halbzeit. Würde dem objektiven Betrachter gefallen, denn dann würde das Spiel ein bisschen Tempo und Fahrt aufnehmen. Ja, viel mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen zu dieser ersten Hälfte. Don Didi ist wieder da bei Rapid, aber seine Mannschaft liegt zurück. Gleich geht's weiter im Studio bei uns und ich melde mich dann wieder in Kürze mit der zweiten Hälfte. Bis später. Kein guter Start für den neuen SKN-Trainer, für Didi Kübauer. Rapid führt 1-0 gegen die St. Pöltener. Walter Kogler und Michi Konsel im Sky-Fußballstudio. Michi, wie bewertest du die ersten 45 Minuten des SKN St. Pölten aus der Sicht von Didi Kübauer? Ganz bitter. Ja, viel schlechter geht es gar nicht. Nach 6 Minuten ein Elfmeter. Und man ist 1-0 hinten. Man nimmt sich so viel vor. Und jetzt muss man schauen, dass man zumindest ein Tor macht. Weil mit einer Niederlage kann man nicht zufrieden sein. Und irgendwann werden sie aufmachen müssen. Und dann wird es für Rapid auch leichter werden. Über den Elfmeter möchte ich mit dir dann gesondert sprechen. Mit Walter vielleicht über die Entstehung, wie die ganze Geschichte zustande gekommen ist. Missverständnis am eigenen 16er Diallo, der Luan hier anschießt, und dann Riegler gegen Quilitaia, klarer Elfmeter. Walter, sind das Situationen, die in der Saison einfach nur dem SKN St. Pölten passieren? Ja, zumindest vermehrt in St. Pölten. Also wenn man sieht, wie unglücklich oder auch ungeschickt es ist, wenn Diallo Luan anschießt. Und dann natürlich diese Situation, wo der Torhüter rauskommt, auch wieder. Das passt zur Gesamtsituation. Eine Mannschaft, die hinten drinnen ist, die spielt sehr oft so. Also ungeschickt, Unvermögen, und dann kommt auch immer wieder was Negatives raus. Und dann hat mich jetzt schon vorweggenommen, ganz früh, 6. Minute, dann der verwandelte Elfmeter. Quilitaia, was ist denn da alles zu sagen, Michi? Ich möchte mal einleiten, dass eigentlich sehr schlecht geschossen war. Und dann hätte Riegler einiges wieder gut machen können, aber der Ball springt irgendwie ganz blöd auf, 4 Meter vor der Grundlinie. Er springt ihm eigentlich genau über die Hand drüber. Da sieht man es sehr unglücklich. Das passt wieder alles zusammen, wenn man hinten drinnen ist. Aber ein bisschen übermotiviert ist er rausgekommen. Die Entstehung wollte ich noch ein bisschen erklären aus der Tormann-Sicht. Da muss er nicht so ungestüm rausgehen. Vor allem war der Verteidiger auch noch dabei, wenn er da ein bisschen abwartet. Das spielt eben alles zusammen. Da ist wenig Selbstvertrauen da, Unsicherheit da. Da haben wir es noch einmal. Da sieht man es noch einmal. Da kommt er schon viel zu früh raus. Da kann Diallo noch eventuell eingreifen, den Winkel schlechter machen für den Schützen. Und er macht aber genau das, was man nicht machen sollte. Ungestüm gegen den Gegner. Und dann bleibt dem Schiedsrichter auch gar nichts anderes über. Und Rapid führt wohl hochverdient auch zur Halbzeit 1-0. Gab noch einige Chancen. Eine wollen wir uns noch vergegenwärtigen. Erneut Quilitaia nach einer Standardsituation. Dann bringt Schaub die Flanke sehr gut rein. Und der Georgier mit der Chance auf 2-0 zu erhöhen. Walter, was ist denn zur Rapid-Leistung zu sagen bisher? Ja, 1-0 in Führung nach wenigen Minuten. Und wenn man erwartet hat, dass Rapid dann gleich nachlegen wird, vielleicht Chance um Chance herausspielen wird, ist man enttäuscht worden. Aber das hat auch einen Grund, nämlich dass St. Pölten sehr, sehr defensiv spielt und in der Defensive mit Ausnahme von einigen wenigen Situationen, Möglichkeiten es für Rapid relativ schwer macht. Sie spielen 5-4-1-System, sind sehr, sehr tief. Zwischen den Linien ist wenig Platz. Rapid hat nicht so viele Räume und tut sich deshalb schwer. So, wir sind wieder zurück für Sie, liebe Zuseher, im Allianzstadion. Rapid kommt retour aufs Feld, die zweite Hälfte steht Ante Portas. Die Wiener führen mit 1-0, weil Georgi Quilitaia ob sie Glück hatte von 5 Meter Punkt, aber verwandelt hat in der 6. Minute nach der defensiven Slapstick-Einlage der St. Pöltener. Leider sich der Niederösterreicher so passend für diese Saison. Quilitaia, der sich bereit macht für die zweite Hälfte. Ansonsten hat sich bei Rapid
personell nichts getan. Aber Didi Kübauer hatte eine personelle Idee. Der 55-fache ehemalige Nationalteamspieler Österreichs und Rapid-Legende. Und jetzt also SK in St. Pölten. Coach bringt für die zweiten 45 Minuten Alexander Vucinovic. Der kommt damit zu seinem zweiten Saisoneinsatz und zu seinem dritten Bundesligaspiel. Und ersetzt Roperiski, von dem auch wirklich nichts kam. Vielleicht hat der Vucinovic etwas mehr Durchschlagskraft da vorne. Und das benötigt St. Pölten, um hier offensiv auch wirklich mitzutun. Denn ein 0:1 bringt den Niederösterreichern natürlich auch nichts. Zumindest gehen sie hier gleich mal relativ forsch in Richtung Ballbesitz von Rapid und machen ja gar keinen schlechten Pressing-Eindruck. Die Pressinglinie, die Daniel Schütz angeführt hat, die aber Rapid überspielen konnte. Mal schauen, ob der SK St. Pölten jetzt wirklich offensiver agiert. In dieser zweiten Hälfte Quilitaia, und das könnte ein super Beginn werden für Rapid. Das muss es eigentlich auch sein, dachte man sich. Thomas Murk, hoffentlich nicht doppelt unglücklich in dieser Situation, zunächst die Chance vergeben. Und jetzt liegt er verletzt auf dem Feld und muss behandelt werden. Oberschenkel zeigt an, was nur in Anführungszeichen so eine Art Eisenbahn. Tayadan und Murk, der dann zusammenprallt mit dem Gegenspieler, nachdem er mit dem schwächeren rechten Schwab war zuvor auf die Tayadan nicht perfekt abgeschlossen hat. Ball geht weit drüber und dann die Schmerzen bei Thomas Murk. Quilitaia wunderbar vorbereitet. Den kann er eigentlich ins Eck hineinzwirbeln. Ist zwar ein ausgewiesener Linksfuß, aber kann es natürlich auch im Normalfall besser mit dem Rechten. Die ersten Belastungsproben bei Thomas Murk. Ich denke, das sieht schon wieder ganz okay aus bei ihm. Also gleich mal die Top-Chance für Rapid in dieser zweiten Hälfte. Da waren einige Besucher noch gar nicht wieder auf ihren Plätzen. Da hätte es hier schon fast klingeln können. Fast müssen. Und so bleibt St. Pölten im Spiel. Thomas Murk ist jetzt auch wieder im Spiel. Ja, so ganz rund sieht es noch nicht aus, werden wir beobachten. Und das war ein relativ deutlicher Rempler von Galvao gegen Atanga. Von David Atanga hätten sich wohl einige ein bisschen mehr vorgestellt. Von seinen Anlagen her ja durchaus ein sehr guter und gefährlicher Offensivmann. Hat er noch nicht allzu oft unter Beweis stellen können, seitdem er bei St. Pölten ist. Strebinger, der kaum was zu tun hatte in der ersten Hälfte. Insgesamt nur 5-mal mit dem Ball umgehen durfte. Petzos, Bolingoli. Also St. Pölten greift hier schon gefühlt eine Spur früher an jetzt. Diesmal auch erfolgreich mit der Balleroberung. Atanga. Atanga wollte durchstecken. Vielleicht etwas kompliziert gedacht für Daniel Schütz. Der lange Ball von Huber. Mit dem hat Galvao richtig Probleme. Und dann aber auch die Ballbehandlung von Vucinovic nicht gut genug. Ah.
Thurnwald. Gute Bewegung von Thurnwald. Dann ist beim zweiten Gegenspieler in Station. Mal ein bisschen unter Druck. Thurnwald. Aber sehr schön gelöst von Rapid. Gar nicht so einfach in dieser Situation. Quilitaia. Jetzt wird es allerdings zu schwierig. Einwurf für Rapid. Also man erkennt schon, dass Didi Kübauer ein bisschen was geschraubt hat an der Spielanlage. Dass eben doch eine Spur früher attackiert wird, wenn Rapid den Ball hat. Ganz aufmachen kann er natürlich auch nicht, das ist logisch. Noch belässt er es bei einer strengen Ermahnung, in diesem Falle für David Stetz, der auch zufrieden sein kann, denn der steht bei 8 gelben Karten, wäre bei der nächsten gesperrt, betrifft überhaupt einige, die da hinten spielen in der Fünferkette. 4 der 5 sind gelb belastet. Würden dann bei der nächsten Gelben stehen im nächsten Spiel, das in der NV-Arena ausgetragen wird gegen den LASK. Schaub fängt diesen Wechselpass ab. Nächster Anlauf, der St. Pöltner. Mehmedovic mit Hofbauer. Und er kommt für Mehmedovic. Die Flanke. Naja, prinzipiell schon, aber wieder war das Zentrum nicht besetzt. Da muss halt auch einer reingehen. Da mache ich mit Medovic jetzt gar nicht so einen großen Vorwurf. Aber da muss dann auch einer in Richtung Fünfer gehen. In dem Fall am ersten Vucenovic. Und darauf spekulieren, dass der Ball dorthin kommt. Und ein zweiter muss natürlich den Rückraum besetzen. Das hätte Schütz sowieso getan. Und so gibt es. Naja, immerhin noch die Ecke für St. Pölten Atanga. Zu kurz. Gibt es eine ordentliche Ecke? Ja. Also fast schon eine Drangperiode aus Sicht der Niederösterreicher. Vielleicht gelingt Atanga jetzt eine bessere Ecke oder überlässt es dem Kollegen Rasner. Sieht ganz aus, der den Ball da also mit der Fee weg vom Tor ziehen wird. Didi Kübauer, der zuletzt in der Coachingzone agieren durfte, eben im Herbst 2015, sein letztes Spiel damals mit dem BRC, ein 1:2 gegen Altach, dann war seine Trainerkarriere bei den Lavantalern beendet, nachdem es ja wirklich phasenweise großartig lief mit Wolfsberg, erinnern wir uns zum Beispiel an den Herbst 2014, als der WRC sogar die Tabelle anführte, nach 6 Runden. Das waren noch Zeiten. Huber. Naja, okay. Aber wenn man es nicht versucht, dann wird man es eben auch nie erfahren, ob so ein Distanzschuss nicht doch mal reingehen kann. Wenn es morgen Lust, Zeit, Laune haben und uns gewogen bleiben möchten, dann tun Sie das einfach
ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD. LASK gegen Salzburg. Der Abschluss dann der 29. Runde in der Tipico Bundesliga. Wie hat Salzburg das 2:4 in Rom verkraftet? Endet auch in der Liga die Serie der ungeschlagenen Spiele. So, wie Sie auch hier erkennen können, steht St. Pölten jetzt viel höher als noch vor der Pause. Erfolgreichen Ertrag gab es daraus zwar noch nicht, aber zumindest versuchen Sie was. Mal schauen, was dabei rauskommt, denn von Rapid kommt ja auch noch kein zweites Tor. Damit ist die Entscheidung hier natürlich noch lange nicht gefallen. Das war mal ganz gut gemacht von Vucenovic, der sich hier schön durchgesetzt hat. Links hätte Schütz gerne den Ball gehabt, aber so weit kommt es nicht, weil Thurnwald im Weg war. Schwab setzt sich dann ganz gut durch, bindet Schobesberger ein, der jetzt hier das Tempo aufnimmt und gefoult wird. Gibt es jetzt mal die erste Gelbe. Wir sind gespannt. René Eisner. Ein Mann, der gerne mit den Spielern spricht, der durchaus beliebt ist und der jetzt den Ball erklärt, warum es da keine Gelbe gibt. Schobesberger sagt, wie kann das sein? Ich hätte hier einen vielversprechenden Angriff vor der Nase gehabt. Und da muss man ihm wirklich auch recht geben, denn Hofer hatte keine Chance auf den Ball. Und so gibt es eben nur den Freistoß und nicht mehr. Murk mit der Freistoßflanke, die sehr gut aussieht. Der Kopfball von Max Hofmann. Lauf gut gemeint. In Richtung langes Kreuz gegen die Laufrichtung des Goalies gespielt. Interessant verteidigt von den St. Pöltern, die hier Hofmann völlig ungehindert gewähren lassen. Bisschen zu hoch angesetzt. Somit bleibt die Spannung im Spiel weiterhin gegeben. Schaub. Platz mal für Schwab. Der kommt noch, ja. Schobesberger. Flott genug gegen Stets, der das allerdings hier sehr gut verteidigt hat. Schobesberger kommt wieder nicht vorbei. St. Pölten in der Umschaltbewegung über Hofbauer. Ja, dann riskiert Thurnwald ein bisschen was mit diesem Tackling. Wenn es daneben geht, hätte Schütz Raum gehabt, ging aber nicht daneben. So gesehen war es gut gemacht von Manuel Thurnwald. Volle Risiko bei St. Pölten beim Abschluss. Da hat vielleicht Didi Kübauer in der Pause auch sinngemäß gesagt, schießt's einfach aus allen Rohren. Irgendeiner wird schon abreißen, wenn wir schon nicht reinkommen in den Strafraum. Das ist natürlich dann auch irgendwie nachvollziehbar, dieser Ansatz.
das meint Goran Djuricin. Der schickt da irgendwen irgendwo hin und versucht seine Mannschaft auch wieder zu animieren. Noch ein bisschen mehr zu tun, dieses Spiel zu entscheiden. Stunde gespielt, noch immer 1-0. Der so gesehen eher magere Vorsprung aus Sicht von Rapid. Diese Torflut, die scheint heute nicht weiterzugehen. 5-1 gegen den WRC, 4-2 in Mattersburg. Schütz mit Hofbauer. Da ist Schwab, der könnte auch mal schießen. Riskiert aber das schwierigere Dribbling. Thomas Murk bleibt hängen an Hofbauer, der nochmal gut nachgrätscht. Vucinovic. Ja, bleibt am Ball irgendwie. Und jetzt ist Rapid hinten offen. Vucinovic. Abtanga versucht es noch. Ja, da macht doch manchmal die Ballbehandlung nicht mit bei Vucinovic in seinen Aktionen. Ansonsten hätte es hier interessanter werden können. So, und man spornt hier wieder von den Rängen Rapid an. In diesem Falle schaut er hier diese Aktion völlig vergeigt. Und wieder gibt es von einigen erzürnten Beobachtern hier im Stadion Pfiffe. Sehr streng heute zum Teil die Rapid-Fans mit ihrer Mannschaft. Also St. Pölten ist, finde ich, etwas besser drinnen in diesem Spiel in der zweiten Hälfte. Es wird zwar noch immer nicht sonderlich gefährlich für Strebinger, aber die Spielanlage ist deutlich offensiver gestaltet jetzt. Atanga. Vielleicht führt dann diese verbesserte Spielanlage, das wäre wieder ein Distanzschuss gewesen, auch zu einer Möglichkeit in Kürze. Jetzt würde ich es nicht mehr ausschließen. Wieder gut von Thurnwald. Die Unruhe auf den Rängen wird größer und größer, weil auch die Zuschauer natürlich merken, dass diese Phase gar nicht so ungefährlich ist. Rapid macht hier nicht das nötige Tempo. St. Pölten kommt etwas besser rein. Und das alles bei einem mageren 1-0-Vorsprung. Philipp Schobesberger. Sein Startelf-Comeback ist als durchwachsen, würde ich mal sagen, zu beschreiben. Wittenberischer kommt jetzt für ihn, für die verbleibende Spielzeit, also in etwa eine halbe Stunde. Berischer, der ja auch lange Zeit nicht unbedingt geglänzt hat als Effizienzmeister, das wurde dann etwas besser mit seinem Doppelpack. Jetzt ist er also mit von der Partie und soll mithelfen, eben diese Partie vorzuentscheiden. Das wäre für mich das zweite Rapid-Tor, dass das ganz zu Beginn hätte fallen können in dieser zweiten Hälfte bei der Top-Chance für Thomas Murk. Thurnwald. Wieder wird Murk relativ früh gestört. Das muss man den St. Pöltern lassen. Sie versuchen hier wirklich etwas zu verändern. Und es gelingt auch ansatzweise. Die Chance jetzt für Rapid natürlich wiederum. Wenn sie den Ball erobern oder diese Pressinglinie überspielen, haben sie viel mehr Räume als noch vor der Pause. Willi Thayer. Da war kein Raum mehr gegeben, deshalb gibt es den Freistoß. Eisner, der den Vorteil zunächst abwartete. Und noch immer abwartet mit gelben Karten. Auch durchaus interessant ist, wie sich die Ballbesitzstatistik verschoben hat mittlerweile. Oder verändert hat. In der ersten Hälfte noch knapp 70% zugunsten von Rapid. Und jetzt 50-50 in der zweiten Hälfte. Also auch unsere Kollegen aus der Statistikabteilung unterstreichen das, was wir hier mit eigenen Augen so gesehen sehen. War da ein Handspiel dabei? Oh ja, Elfmeter. Das ist natürlich extrem bitter jetzt für St. Pölten. Da kommen sie ein bisschen besser rein in dieses Spiel und dann
gefühlt aus dem Nichts raus der zweite Elfmeter. Es war ein Handspiel auf jeden Fall dabei, das hat man sogar von hier oben sehen können, dort wo ich sitze. Die Frage ist, ist es wirklich zu geben, was hier Diallo macht? Der hatte da natürlich gar keine Ahnung, dass der Ball dann auf seine Hand springt, die er ganz natürlich für mich bewegt. Die Freistoßflanke kommt von Murg und dann der Kopfball von Schwab und 3 cm da hinten steht Diallo. Natürlich war der Arm ein bisschen weggestreckt, aber es war in einer natürlichen Bewegung. Schwab jetzt kann es entscheiden, macht er wohl auch. Nein, Elfmeter wird wiederholt. Hier wird zwar gefeiert, aber wenn sie Rapid-Fans sind und jetzt mit dem Rapid-Schal im Wohnzimmer jubelnd laufen, bleibt sie doch mal kurz stehen, weil der Elfmeter eben wiederholt wird, weil da ein, zwei Rapidler zu früh drinnen waren. Das ist etwas, was gefühlt auch nur in Österreich gepfiffen wird. Stefan Schwab, zweite Chance und wieder holpert der Ball vor Rieger. Das ist ja unglaublich. Also das ist kurios. Wie bei 1-0, ganz ähnlich. Noch ärger diesmal sogar. Und ich denke, dass auch hier Rieger die Chance hatte, zum Ball zu kommen. Schauen Sie mal, der ist im Eck, der hätte den wahrscheinlich gehalten. Und der Ball springt kurz vor ihm so unglücklich auf, dass er keine Chance natürlich hat. Also das ist natürlich auch ein absoluter Wahnsinn aus Sicht von Riegler. Hat da zweimal die richtige Ecke und zweimal schießt eigentlich der Platz das Tor. Sachen gibt's. Was willst du da machen als Trainer? Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Hätte vielleicht damals ehrlich gesagt der für die umgekehrte Version dieses Spruchs berühmt geworden ist, falls Sie als jüngerer Zuseher möglicherweise routinierlich nicht mehr kennen. Berühmter österreichische Skirennläufer, der damals nach einer ganz guten Serie meinte, und er war nicht unbedingt einer, der viel geredet hat, wenn es läuft, dann läuft's. Unmöglich für Vucinovic, da Tanga einzubinden. Der wäre dann weg gewesen. Die Frage ist, wie verkraftet St. Pölten jetzt diesen zweiten Gegentreffer in dieser Phase der Meisterschaft, wo sowieso nichts läuft. Wo eine Niederlage die andere jagt. Jetzt hat man einen neuen Trainer, mit dem es punktemäßig wieder besser laufen soll. Dann spielt man hier eigentlich eine recht ordentliche zweite Hälfte, bekommt dann diesen für mich schon fragwürdigen Handelfmeter aufs Auge gedrückt und dann verspringt sich der Ball auch noch so, dass Rieger hier wirklich keine Chance hat, eingreifen zu können. Ich meine, es ist ja nicht so, dass St. Pölten hier auf den Ausgleich gedrängt hat und dass da Top-Chancen gegeben waren, aber zumindest hatte man den Eindruck, es ist nicht mehr unmöglich, zumindest, dass das Team von Didi Kübauer wieder zurückfinden könnte in dieses Spiel. Schütz im Strafraum, immerhin, aber wieder das Sturmzentrum nicht besetzt, auch weil Vucinovic ins Stolpern geriet. Strafraum. Zunächst schien das gefährlich zu sein. Wird noch gefährlich, wenn Hofauer zum Abschluss kommt. Mit rechts jetzt. Da immerhin ein Schuss aufs Tor. Der St. Pöltner. Es geht also dann doch. Der Elfmeter von Stefan Schwab. Und der Maulwurf, der sich da möglicherweise eingemischt hat. Und die Reaktion nachvollziehbar wirklich von Christoph Riegler. Das kann doch nicht sein, dass das zweimal in einem Spiel passiert. Das ist wirklich
Sehr, sehr erstaunlich. Schwab. Schöne Flanke von Schwab. Das war herausragend gespielt. Hätte das 3-0 sein müssen, denn es war keine Abseitsstellung, wie man vermuten hätte können. Von Louis Schaub, der Bad Riegel scheitert. Das sind dann natürlich schon Passqualitäten von Schwab, die auch nicht viele Spieler drauf haben in dieser Liga. Weil René Eisner die Gelben vergessen hat. Hier diese Wahnsinnsereingabe von Schwab. Schaub, der sich wirklich gut löst. War kein Abseits. Den kann er natürlich dann auch besser platzieren. Das ist klar. Aber war sehr schön herausgespielt. Knapp vorbei am 3-0. Und die Reaktion von Riegler möchte ich auch nicht ganz verschweigen. Die war natürlich sehr stark. Lässt nicht laufen, weil es das Foul gegeben hat, und das muss er eigentlich schützt die Gelbe geben. Das glaube ich war. Ja, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle gibt es hier wieder nicht Gelb. Dann hätte er eigentlich auch den Vorteil laufen lassen können. Denn Turnwald war da ganz kontrolliert im Ballbesitz. So gibt es jetzt Freistoß, den Thomas Murg ausführen wird. Flanke sieht auch nicht schlecht aus. Es geht weiter mit Schaub. Ein bisschen Ballstreicheln war da mit dabei, vielleicht zu viel. Hofbauer. Ja, Passgedanke war in Ordnung. Ausführung hat nicht ganz mithalten können. Der feuert sie noch an, Didi Kübauer. Seine Jungs, die sich hier, wie gesagt, verbessert gezeigt haben in der zweiten Hälfte. Aber am Ende des Arbeitstages wahrscheinlich wieder mit leeren Händen nach Hause gehen müssen. Das lange Kreuz anvisiert, keine schlechte Idee von Daniel Schütz. Also sie schießen hier wirklich aus allen Positionen in der zweiten Hälfte. Cenovic mit dem Pass und dann war der nicht so schlecht von Schütz. Der kann noch mal reinfallen. Zu lange, bis er eine Idee hat. Nach dem wahnsinnig ganz guten Pass von Burg. Schwab. Burg. Schwab. Und der Tanga. Das sind doch eigentlich seine Situationen. Was macht er damit? Guter Ball auf Vucenovic. Tor! St. Pölten! Ja, bitteschön, dieses Spiel ist wieder spannend. Applaus vom Kübauer. Auf solche Momente haben die St. Pöltener natürlich gewartet, dass sie ihre Schnelligkeit einsetzen können mit Atanga.
dass sie auch mal Platz haben. Der Pass kommt dann auch zum richtigen Zeitpunkt. Alexander Vucenovic, der macht hier sein erstes Bundesligator in seinem dritten Bundesligaspiel. Hatte zwar hier und da auch ein paar technische Unsauberheiten dabei, aber wenn wir das mit Rizky vergleichen, ist das kein Vergleich eben. Viel präsenter, auch körperlich stärker. Hat sich sehr bemüht nach seiner Einwechslung und macht hier das Tor, dass dieses Spiel tatsächlich beginnend jetzt mit der Rapid-Viertelstunde diese Endphase wieder spannend macht. Der Tanga, dem so wenig gelungen war, der dann aber hier gezeigt hat, was seine Qualitäten sind. Schnelligkeit, auch kein schlechtes Passspiel. Und jetzt steht er beim Freistoß. Und der passt fast im Eck hinten drinnen. Unangenehm für Strebinger. Alles geben muss. Mit dem Fingerspitzenball noch dran. Vielleicht wäre Hofbauer noch zu diesem Ball gekommen. Jetzt gibt es die nächste Standardsituation. Die Ecke, die Martin Rasen ausführt. Hängen an Schwab. Ich glaube zwar nicht, dass Rapid jetzt wahnsinnig nervös wird, aber ich weiß auch nicht, ob sie damit gerechnet hätten, dass nach dem 2-0 St. Pölten hier noch mal zurückfinden kann. Den Pass kann Schütz natürlich nicht verwerten. Das meinte ich mit diesen kleinen Unsauberheiten, die eben da noch dabei sind im Spiel von Vucenovic. Aber wer will sich verdenken bei seinem dritten Einsatz hier bei Rapid zu spielen, auch wenn das Stadion aus bekannten Gründen nicht voll ist. Aber dennoch jungen, unerfahrenen Spieler. Eine tolle Sache von Vucenovic. Kopf auf Weiß im Strafraum. Jetzt könnte er es selber machen. Und dann im Endeffekt vielleicht doch abspielen für Schütz, der da am Fünfer stand. Und das wäre es gewesen, wenn der hier zwei Tore gegen Rapid schießt. Was für ein Zweikampfverhalten hier von Max Hofmann. Das war kein Foul. Und jetzt muss eigentlich der Pass in den Rückraum kommen. Aber das hat Vucenovic nicht gesehen. Der hatte da nur Augen für das Rapid-Tor. Strebinger, der natürlich die Kurze zumacht. Aber es gibt die Ecke. Die ist gut! Und fast ist der Ball drinnen. Was für eine Kopferchance. Die Riesenausgleichschance für Diallo. Aufs 2-2. Fehler von Strebinger. Der hier zu spät kommt. Und Diallo. Was für ein Pech für St. Pölten. Der streicht um einen gefühlten Zentimeter an der linken Stange vorbei. Die Ecke von Rasner. Und dann Strebinger. Viel zu spät, überhaupt nicht im Bilde. Verschätzt sich komplett und Diallo. Wer weiß, was das für eine Chance war. Bekommt St. Pölten noch so eine Möglichkeit in dieser Größenordnung? Was ist mit Rapid jetzt los? Das ist jetzt wirklich erstaunlich. Goran Djuricin, das haben sie jetzt natürlich nicht sehen können. Der kann es auch nicht fassen. Ist da verzweifelt herumgetigert eben in der Coaching-Zone. Also die letzten 10 Minuten, die waren aus Sicht von St. Pölten überraschend.
wirklich überraschend stark. Garniert mit einem Tor und zwei, drei weiteren wirklich guten Möglichkeiten. Gegen Hofbauer. Berischer. Und er gewinnt jetzt natürlich noch viel mehr Zweikämpfe in dieser Zone und kommt schon wieder. Tanga setzt nach und Rapid im Ballbesitz. Und mit großen Problemen jetzt. Die eigentlich begonnen haben mit dem 2-0. So komisch das klingt. Vielleicht hat er St. Pölten einfach auch irgendwie befreiter aufgespielt, weil sie es gedacht haben, es rennt sowieso wie immer nichts. Spielen wir einfach irgendwie weiter. Und diese Unbekümmertheit hat dazu geführt, dass dieses Spiel wieder spannend ist. Währenddessen wieder fleißig gepfiffen wurde, weil der nächste Fehlpass zu sehen war bei Rapid. Gibt es einen weiteren Wechsel. Thomas Murk, ja, der hat sich, so hatte man das Gefühl, nie so richtig erholt nach seiner vergebenen Chance, bei der er sich ein bisschen wehgetan hatte zu Beginn der zweiten Hälfte. Sie erinnern sich. Und Andreas Kuhn ist jetzt für ihn im Spiel. 82 Minuten, schon fast zu Ende gespielt. Nur 2:1 die Führung für Rapid und eine St. Pöltener Mannschaft, die ganz, ganz knapp dran war schon am Ausgleich. Bekommen sie noch eine Chance? Oder schlägt Rapid dann doch noch zu. So nicht. Fehlpass von Schwab. Schütz. Schütz. Der Ball könnte kommen. Der kommt auch. Aber Vucenovic trifft den Ball nicht. Das war die nächste große Chance für St. Pölten. Denn es war für mich eine große Chance. Schütz. Was für ein schön getimter Ball. Und wenn er den Volley trifft, dann wird es für Strebinger vermutlich sehr, sehr unangenehm. Sieben Minuten noch. Der auch gar nicht mehr teilnimmt an diesem Spiel. Ja, und ich hoffe, liebe Zuseher, am Donnerstag wird es auch wieder spannend. Kann Salzburg das Ganze wirklich nochmal spannend gestalten, interessant gestalten? Ich würde es Ihnen zutrauen. Und Ihnen, liebe Sky-Zuseher, traue ich es auch zu, dass Sie sich Zeit nehmen am Donnerstag 20.15 Uhr und mit uns mitfiebern. Mit den Salzburgern, auch wenn sie die Mannschaft vielleicht im Normalfall nicht leiden können. Im Ligabetrieb, international, hoffe ich dann doch, sind alle auf Seiten der Salzburger, wenn es gegen Lazio im Rückspiel zur Sache geht. Hier geht es mittlerweile eigentlich auch zur Sache, nachdem uns die erste Hälfte nicht wirklich verwöhnt hat. Ist die zweite dann noch wirklich um einiges unterhaltsamer, weil St. Pölten an der Spielanlage, sprich der Trainer wird es wohl instruiert haben und vorgegeben haben, geschraubt hat, das durchaus mit Erfolg. Das belegen auch alle Zahlen, die wir für Sie herausgesucht haben. Zweikampfwerte, 61% zugunsten des St. Pölten in der zweiten Hälfte. Ballbesitz hat sich auch verbessert, 10:1 Torschüsse für St. Pölten, sehr unglaublich.
zweiten Hälfte. Drei davon sind aufs Tor gekommen, einer davon ist reingegangen. Gefährlich geworden für St. Pölten. Freistoß gibt es jetzt für die Niederösterreicher. Ja, wieder geht's, Freistoß. Versucht sich Platz zu verschaffen gegen Thurnwald in Erwartung der Freistoßflanke von Martin Rasner. Flanke geht aufs Tor, Strebinger. War schon mal gut, ganz gut von Rasner. Jetzt kann Tanga zeigen, was er drauf hat. Strebinger, diesmal besser eingeschätzt als noch vor ein paar Minuten. Der Ball muss natürlich jetzt lang gespielt werden von States. Der kommt auch ganz gut. Vucenovic, dann hat er vielleicht zwei Ideen im Kopf. Und Rapid kommt hier nicht dazu, sich zu befreien. Und muss sie dann so die Bälle wegknallen, um hier nicht noch mehr in Bedrängnis zu geraten. Und den hätte Riegel auch noch schnell aufnehmen können. Also die Kübauer wird auf alle Fälle im Nachhinein sagen, dass er mit der zweiten Hälfte wohl sehr einverstanden sein wird. Oliver Lederer, der, denke ich, natürlich mit seinen Jungs, die sind es wahrscheinlich gefühlt für ihn, auch hier mitfiebert. Huber dazwischen mit großem Einsatz und durchaus erfolgreich. Hinten ist die Abwehrkette des St. Pölten auch schon aufgelöst. Da riskieren sie jetzt alles. Schaub ist zu langsam. Zum Beispiel Diallo findet hinten überhaupt nicht mehr statt. Jetzt kommt da, sind wir aber sicher, wieder retour. Währenddessen Luis Schaub da. Den Regelverstoß von Riegler erkannt hat. Es gibt auch den allerdings indirekten Freistoß. Und den muss eben dann Eisner auch freigeben. Nicht hingesehen, was der Riegel gemacht hat, aber wahrscheinlich hat er, ja, Rückpass, ganz genau so ist das. Aber die Frage ist, ob das ein wirklich geplanter Rückpass war und nicht einfach der Versuch, hier den Ball wegzuspitzeln, weil Schaub zunächst in besserer Position war. Dann nimmt dem Schaub gleich den Ball aus der Hand, um schnell auszuführen, aber schnell ausführen kann er eben auch nur dann, wenn René Eisner den Freistoß freigibt. Hat Schaub gedacht, das ist der direkte Freistoß. Nun ja, auf alle Fälle eine gute Möglichkeit hier aufs Tor zu knallen. Und zwar wahrscheinlich für Schaub, oder gibt es eine überraschendere Variante? Kuhn macht es halt selber, ja, nach dem Schwab. Ball kurz stoppte.
nach längerem also wieder mal eine Möglichkeit für Rapid hier. Denn seit der 70. hat eigentlich nur noch St. Pölten nach vorne gespielt und die Chancen gehabt. Und es gibt lauten Applaus, aber nur deshalb, weil Steffen Hofmann kommt und nicht, weil hier Rapid beklatscht wird. Denn ansonsten sind die Fans, denke ich, jetzt gerade sehr unzufrieden mit ihrer Mannschaft und mit dem, was sie da geboten bekommen, speziell eben seit 20 Minuten. Louis Schaub verlässt den Platz, also zumindest mal das Feld, und wird Platz machen für den Fußballgott. Noch ein Ballkontakt gegönnt dem Steffen. Aber natürlich viel wichtiger aus Sicht von St. Pölten ist den Niederösterreichern hier noch eine Chance vergönnt. Müsste halt galten. Ganz schnell gehen, denn wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind nur 2 Minuten an Nachspielzeit angezeigt gewesen. Das ist natürlich eher wenig, sprich es bleiben nur noch ein paar Sekunden. Das heißt, der Ball muss jetzt schnell nach vorne. Das hat aber auch Rapid vor. Naja, schnell vielleicht nicht, aber sie kontrollieren es natürlich oder sollten es. Das wäre jetzt mal nachvollziehbar. Da ist der Tanga, da ist Rasner. Da ist wohl bald der Schlusspfiff von René Eisner. Außer der Wechsel hat schon in die Nachspielzeit hineingespielt und deshalb gibt es ja noch ein paar Sekunden. Hofmann, da war er mal am Ball. Das ist durchaus erfolgreich. Kein Rapidler in der Nähe. Riegler. Das wird wohl die letzte Möglichkeit in diesem Spiel sein. Speziell, weil es hier auch jetzt einen Freistoß für Rapid gibt. Und so wird es wohl wieder nichts mit einem Punktezugewinn bei St. Pölten. Und Petzos hatte da die Idee, Riga zu überraschen. Das wiederum finde ich sehr überraschend. Und knapp führt in den letzten Sekunden und dann so einen Kunstschuss versucht, wenn das noch daneben geht. Das läuft hier noch immer. So, jetzt ist diese Begegnung zu Ende. Ja, es sind 3 Punkte für Doha Giovicina. Aber hören Sie mal, was die Zuschauer dazu zu sagen haben. Die Kübauer, der fassungslos reinschaut, weil er weiß, wie groß die Möglichkeit war für seine Mannschaft hier einen Punkt zu holen. Speziell für ihn hier, für Babacar Diallo war die Möglichkeit gegeben, das 2:2 zu köpfeln. Da haben nur Zentimeter gefehlt auf den Ausgleich, der gar nicht so unverdient in dieser Phase gewesen wäre. Denn St. Pölten hat hier eine ganz starke Schlussphase hingelegt, weil Rapid hier gar nicht mehr in die Gänge gekommen ist. Und St. Pölten dann wirklich zum Teil sogar erfrischenden Offensivfußball geboten hat. Eben auch mit großen Chancen. Aber wieder nichts für St. Pölten. Didi Kübauer, sein Comeback als Bundesliga-Trainer in der Bundesliga. Endet zwar mit einer Niederlage, aber auch mit der Gewissheit, dass er seine Mannschaft zumindest für die zweite Hälfte so erreichen konnte, dass diese Begegnung dann tatsächlich auf Augenhöhe und phasenweise dann sogar zugunsten der St. Pöltener in der Endphase gelaufen ist. Also da hat er es geschafft und das ist ja nicht untypisch für ihn, in der Halbzeit die richtigen Maßnahmen zu treffen, die richtigen Worte zu finden, die Spielanlage zu adaptieren, die dann viel offensiver war. Es wurde früher
fast schon gepresst phasenweise, einfach höher gestanden, mehr riskiert und beinahe jetzt einen Punkt gegeben. Aber auch das wurde schon öfters in dieser Saison über St. Pölten gesagt. Brav gespielt, aber nichts geholt. Wolfgang Knaller hört sich da jetzt noch an, was sein Schützling zu der einen oder anderen Situation zu sagen hat. Vielleicht auch zum Platz nochmal. Beide Elfmeter, wirklich erstaunlich, weil der Ball holperte und Riegler so keine Chance hatte. Und so wird Vucenovic zwar erfreut sein, weil er sein erstes Bundesliga-Tor gemacht hat. Er hätte sogar noch ein zweites machen können, dann wäre er der große Held gewesen. Er steht jetzt bei Johannes Brandl. Ein 1:2 am Ende. Alex, was war denn da heute alles drinnen für St. Pölten, vor allem gegen Ende des Spiels? Ja, erste Halbzeit haben wir es vielleicht ein bisschen schlechter gemacht, wie die vorigen Spiele. Zweite Halbzeit haben wir dann umgestellt, sind aggressiver geworden, haben vorne ein wenig abgerissen, haben die Rapidler gestört und dann sind wir zu den Chancen gekommen. Ich glaube, mit ein wenig Glück machen wir das 2:2 auch noch. Also wichtig auch zu sehen für die Mannschaft, auch nach diesem 0:2 Rückstand, dass man sich nicht aufgibt, dass man am Leben ist? Ja, der Trainer gibt uns eine Feier mit. In der Pause hat er sicher mal eingeschrieben, war nicht dabei, aber hat gewirkt. Die Mannschaft war on fire, ist gefahren. Mit ein wenig Glück machen wir nächste Spiele vielleicht auch die Punkte. Trotz der Niederlage heute für Sie ein spezieller Tag. Erstes Tor für St. Pölten in der Bundesliga hier in diesem Stadion. Ist natürlich schön. Also ich glaube, ich kann nur eins machen, wenn ich den vielleicht annehme. Aber super Gefühl. Wären Sie dann der absolute Held gewesen in St. Pölten? Eine Statue nach Ihnen benannt und erbaut? Nein, glaube ich nicht. Da sind wir nur ein wenig viel zu weit unten. Aber kann nur was werden. Dankeschön. Danke. Ja, ganz lockerer Typ, dieser Alex Vucenovic. Er hätte es wirklich machen können, sein zweites. Aber den Ball nicht getroffen nach der schönen Flanke. Und so trifft jetzt die St. Pöltener weiterhin ziemlich hart in der Tabelle, weil sie keine Punkte dazu gewinnen. Stefan Schwab ist unser nächster Gesprächspartner, sprich von Johannes Brandl. Ist er das? Höre ich gerade. Also, bitteschön. Ein Sieg für Rapid am heutigen Tag. Stefan, warum war es trotzdem gegen Ende euch noch so eine schwere Geburt? Ich glaube, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, hätten es 2:0 machen können, haben es vorab sein. Dann machen wir eigentlich das 2:0 und kriegen ein paar Minuten später den Anschlusstreffer. Dann hat St. Pölten noch einmal hingeschnuppert und noch einmal Druck gemacht. Am Ende des Tages müssen wir es besser fertig spielen. Wir müssen unsere Chancen nützen bzw. defensiv konsequenter sein. Wir haben dann zu viel zulassen und vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner nicht mehr beschäftigt. Aber am Ende des Tages zu Ende 3 Punkte und die sind für uns heute ganz wichtig. Inwiefern sind solche Partien auch die unangenehmsten? Da ist ein neuer Trainer bei der Mannschaft und die stehen sehr kompakt hinten drinnen, versuchen es zumindest. Ja, jeder, der heute glaubt hat, das wird eine klare Partie. Der war falsch dran. Ich habe gewusst, wir kennen Didi Kübauer, wir kennen ihn alle. Der hat die Mannschaft top eingestellt, hat sich top auf uns abgerichtet und die haben das gut gemacht. Und es ist nicht klar, dass wir da wieder 4-5-0 gewinnen, wie es jetzt vielleicht, keine Ahnung. Wir haben jetzt gegen Mattersburg 4 Tore gemacht, gegen WRC 4 Tore. Wir wissen schon, dass das immer hart erarbeitet werden muss und das ist nicht selbstverständlich. Und heute haben wir die 3 Punkte geholt und das sind jetzt für uns entscheidend. Und auch wenn wir heute mal nicht so eine gute Partie gespielt haben, für uns zählen jetzt die Punkte. Es ist die entscheidende Phase in der Saison. Wir müssen punkten und jetzt geht es weiter. Jetzt kommt das Derby, da wird es genauso schwer und von dem her, Mund abwischen, Kopf hoch, 3 Punkte. Ist der Rapid-Fan ungeduldig? Ja, keine Ahnung, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, verdient 1:0, haben die eine oder andere Chance aufs 2:0. Ich glaube, wir haben alles unter Kontrolle gehabt, werden dann in die Pause mit Pfiffe verabschiedet. Hilft uns natürlich nicht, aber am Ende des Tages haben wir es geschafft, dass wir die 3 Punkte holen. Und wenn wir nicht gewinnen, dann werden wir auch nicht bejubelt und so gewinnen wir halt 2:1 und ist halt so. Danke. Also Stefan Schwab hat es natürlich auch mitbekommen, dass der Rapid-Fan, der Geneigte heute Abend, sehr kritisch unterwegs war. Er hat auch schon kurz das Derby angesprochen. Das wird sehr interessant für Rapid jetzt die nächsten beiden Spiele. Auswärts-Derby und dann Cup-Semifinale gegen Sturm Graz. Ja, davon ist St. Pölten weit entfernt von solchen Highlights wie ein Cup-Semifinale. Wir haben die nächste Stimme, Dominik Hofauer, jetzt bei Johnny Brandl. Knappe Niederlage für St. Pölten, diese Schlussphase, beschreiben Sie die mal. Sehr turbulent, glaube ich. Ich glaube, dass wir uns vielleicht ein Tor verdient hätten zum Schluss, dass wir vielleicht ein X da mitnehmen. Wir haben wirklich sehr viel investiert und wir sind sehr enttäuscht natürlich, weil wir uns nichts kaufen können. Mit dem 2:1 haben wir leider verloren und fahren mit 0 Punkte nach Hause. Was hat der neue Trainer auch alles schon bewirkt? Ist er in der Pause lauter geworden? Nein, der Didi Küber hat uns die richtigen Worte mitgegeben in der Pause.
ich glaube, das hat man gesehen, dass wir zweite Halbzeit noch besser im Spiel waren als erste Halbzeit. Und ja, er hat uns super eingestellt auf das Spiel. Und auf das können wir auf alle Fälle aufbauen. Aber natürlich sind wir sehr enttäuscht, weil wir einfach heute wieder keine Punkte mitgenommen haben. Aber aufgegeben wird bei St. Pölten sowieso nicht? Nein, das nicht. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir haben alles in die Waagschale, wollen jetzt die letzten Runden so viele Punkte wie möglich mitnehmen und dann schauen, was rauskommt. Und wenn es dann so ist, dann müssen wir uns auf die Relegation vorbereiten und alles reinhauen. Danke. Soweit also der Kapitän der St. Pöltener, Dominik Hofbauer, der natürlich auch weiß, dass es durchaus möglich war, hier zum Ausgleich zu kommen. Die Zahlen zu diesem Spiel, und die haben sich auch durchaus stark geändert mit Fortdauer dieser Begegnung, speziell in der zweiten Hälfte. Und so haben die St. Pöltener dann sogar ein leichtes Schussplus am Ende auf ihrem Konto mit 12:11. Ausgeglichene Zweikampfbilanz, aber eben auch deshalb, weil St. Pölten in der zweiten Hälfte viel mehr Duelle Mann gegen Mann gewonnen hat und sich so gesehen vielleicht auch irgendwie einen Punkt verdient gehabt hätte. Aber es ist wieder nichts mit einem Punktezuwachs geworden. Und so müssen die Hoffnungen auf die nächste Runde konzentriert und fokussiert werden auf das Heimspiel gegen den LASK und Rapid. War zwar nicht glorreich, speziell in den letzten Minuten dieses Spiels, aber es war der dritte Sieg in Folge. Also die Marschrichtung, die stimmt wieder in Sachen Siege und Punkte aus Sicht von Rapid, liebe Zuseher. Das war es jetzt langsam aber sicher von mir. Darf Sie jetzt noch darauf einstellen, dass Sie, wenn Sie mögen, noch alle Spiele, alle Tore mit uns mitverfolgen auf Sky Sport Austria HD. Ich wünsche dabei viel Spaß. Von mir gibt es ein Auf Wiedersehen aus dem Westen Wiens. Und die Ergebnisse der 29. Runde. Die Austria gewinnt also in Graz. Rapid gewinnt knapp, aber eben doch gegen St. Pölten. Admira mit dem Auswärtserfolg in Altach und Mattersburg gewinnt in Wolfsberg vor dem morgigen Spiel LASK gegen Salzburg. Ankick bereits um 15 Uhr. Das ist die doch von Spannung sehr geprägte Tabelle. Michi, was ist denn zum SKN St. Pölten zu sagen? Auch nach der Leistung heute in Wien-Hütteldorf. Ja, was ist zu sagen? Es reißt nicht ab. Es ist leider Gottes. Man bemüht sich, man probiert sehr viel und dann letztendlich kriegt man doch immer wieder eine Niederlage und auch sehr unglückliche Tore teilweise, weil die Entstehungsgeschichte zum ersten Elfmeter war schon sehr unglücklich. Zweiter Elfmeter ähnlich, muss auch nicht gegeben werden. Aber die Burschen haben trotzdem noch Moral und sie versuchen zumindest irgendwie zu punkten. Und die Partie ist am Ende noch richtig heiß und richtig spannend geworden. Didi Kübauer mit seinem Debüt als St. Pölten-Trainer. Gunter Schwarz fasst für Sie eine in jeder Beziehung interessante und sonderbare Partie zusammen. Nach den Vorfällen im Wiener Derby Anfang Februar muss Rapid das Spiel vor leeren Fantribünen austragen, lagert den harten Kern aber einfach in den Gästesektor aus. Fortsetzung folgt vielleicht. Ganz sicher heißt der neue St. Pölten-Trainer Didi Kübauer, der sein Debüt also ausgerechnet bei Rapid gibt, wo er so viele Erfolge gefeiert hat. St. Pölten in Rot und Weiß startet sehr defensiv in einem 5-4-1, aber sonst anscheinend mit einigen alten Problemen. Die St. Pöltener klären diese Situation nicht sauber. Dann Diallo, der hier Luan anschießt. Quili Taya hat die Chance und wird von Riegler gefoult. Elfmeter für Rapid schon nach 5 Minuten. Unglückliche Entstehung, aber insgesamt auch eine ungeschickte Aktion. Zunächst schon von Diallo, der hier dann sogar noch kurz hingreift. Riegler mit dem klaren Foul und da kommt er ohne Karte davon. Quili Taya führt den Elfer selbst aus, das macht er eigentlich gar nicht so gut, hat aber Glück, weil der Ball dann ins Tor hoppelt. 7. Saisontor für den Georgier, Pech für Christoph Riegler im St. Pöltener Tor. Der wäre wohl dran gewesen, aber so springt ihm der Ball dann über die Hand. Ein früher Rückschlag für den SKN, der offensiv vor der Pause recht wenig zu bieten hat. Diese Möglichkeit für Atanga bleibt dann eigentlich auch die einzige halbwegs gefährliche. Rapid hat 70% Ballbesitz, gewinnt die überwiegende Mehrheit der Zweikämpfe, muss sich aber jede Chance schwer erarbeiten. Da kommt Schaub mal drüber nach 26 Minuten und dann Quili Taya.
mit der Kopfballmöglichkeit köpfelt hier aber genau Christoph Riegler an. Ja, und einmal gelingt es Rapid dann vor der Pause noch, diesen defensiven Block auszuhebeln. Maximilian Hofmann mit dem Zuckerpass für Stefan Schwab. Und der scheitert an Christoph Riegler. Das war eine tolle Aktion. St. Pölten steht gut, aber der Pass ist wunderbar. Die Ballannahme genauso. Schwab trifft dann Riegler aber genau auf die 12. Zur Pause führt Rapid hochverdient 1:0. Oliver Lederer ist zwar nicht mehr SKN-Trainer, ganz loslassen kann er aber anscheinend nichts. Er schaut sich das Spiel auf der Tribüne an. Ja, und bevor dann alle Zuschauer wieder auf den Plätzen sind, ist Rapid schon wieder brandgefährlich. Tolle Kombination. Und Thomas Murg vergibt, bekommt dann zum Dank hier auch noch einen Eisenbahner und muss kurz behandelt werden. Aber das hat Rapid richtig schön gespielt. Und dann sind die Grünen bei einem Freistoß gefährlich. Wieder Murg und Maximilian Hofmann setzt den Ball übers Tor. Ja, Standardsituationen prägen irgendwie diese zweite Hälfte. Und beim nächsten Rapid-Freistoß gibt es dann wieder einen Pfiff von René Eisner. Handspiel hier von Babacar Diallo. Das war es unstrittig, aber war es auch ein absichtliches und damit strafbares Handspiel. Darüber kann man diskutieren. Absichtlich war es nicht zwingend, aber Eisner zeigt zum zweiten Mal auf den Punkt. Diesmal schießt Schwab verwandelt, muss dann aber noch einmal ran. Weil Georgi Kvilitaja am oberen Bildrand zu sehen, da direkt vor den Augen von René Eisner viel zu früh in den Strafraum reinläuft. Schwab bleibt dann aber auch beim zweiten Versuch cool und Christoph Riegler wieder stinksauer. Denn auch beim zweiten Tor in der 67. Minute dasselbe Spiel wie in der ersten Hälfte. Der Ball springt wieder auf, der Rasen im Allianzstadion wirklich nicht im besten Zustand. Und so kommt Schwab zu seinem 9. Saisontor. Ja, und Christoph Riegler lässt seine Wut am Rasen aus. Rapid hätte dann gleich nachlegen können in der 70. Minute. Stefan Schwab und die Möglichkeit für Louis Schaub. Tolle Parade hier von Christoph Riegler, der eigentlich wirklich hält, was es zu halten gibt. Aber der Deckel, der ist noch lange nicht drauf. St. Pölten gibt nicht auf und kommt dann in der Schlussphase zu den Chancen. Zunächst hier Daniel Schütz, der die Kreuze. Alexander Vucenovic, den hatte Didi Kübauer zur Pause eingewechselt. Tolle Aktion von St. Pölten. Atanga spielt den Pass für Vucenovic, der im Abschluss cool bleibt. Und hier erzielt der 20-Jährige sein erstes Bundesliga-Tor im dritten Spiel. Ja, und Rapid zittert dann tatsächlich noch einmal. Der SKN ist knapp dran am Ausgleich, 79. Minute. Babacar Diallo mit einem von 11 Torschüssen von St. Pölten nach der Pause. Und dann noch einmal Freistoß. Das war Martin Rasner, der hier Strebinger beinahe überrascht in der 87. Minute. In dieser Phase wäre ein Ausgleich sogar verdient gewesen, aber die St. Pöltener Offensive bleibt unbelohnt und damit geht die Niederlagenserie auch unter dem neuen Trainer weiter. Es ist die 5. in Serie. Rapid gewinnt knapp und am Ende sogar etwas glücklich gegen St. Pölten. Ja, und SKN-Torhüter Riegler, der hat sich bei den Gegentoren geärgert. Jetzt darf er bei Johannes Brandl etwas Dampf ablassen. Bei beiden Elfmetern dort gewesen, trotzdem war der Ball im Tor. Kennen Sie einen guten Gärtner? Ja, schon. Aber man muss ganz ehrlich sagen, der Rasen im 5-Meter-Raum ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Und für mich ist das einfach eine Zumutung, da drinnen stehen. Das sind spielentscheidende Situationen, was da passieren. Und ja, wie gesagt, ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Passt das aber trotzdem irgendwie zu dieser Saison von St. Pölten, dass dann solche Dinge auch noch passieren? Ja, natürlich. Also die zwei Öfer sind wie aus einem Filmerschnitt, sage ich mal, ausgeschnitten, was einfach die ganze Saison für uns zusammenfassen. Aber ja, es ist halt leider so und wir müssen weiter kämpfen. Das Positive am heutigen Abend, dass man sich nach diesem 0:2 nicht aufgegeben hat, nicht aufgesteckt hat? Ja, es ist richtig. Also wir sind dann, glaube ich, sehr gut ins Spiel gekommen, haben dann das Anschlusstor noch gemacht, haben eine sehr gute Chance noch zum 2:2, sage ich mal. Und ja, man hat gemerkt, wie die Zuschauer auf die Ränge einfach reagiert haben, dass sie gesehen haben, dass wir einfach, wie schon gesagt, im guten Spiel sind und wir hätten sie, glaube ich, mehr verdient hätte.
Was hat denn der neue Trainer alles schon bewirkt in diesen wenigen Trainingstagen, die er mit der Mannschaft unterwegs war? Ja, das kann man schon sagen. Wir arbeiten jetzt einmal eine Woche zusammen und wir werden in Zukunft sehen, ob das Früchte bringt. Und ich bin auch guter Dinge, sage ich mal, dass wir das schaffen. Und wenn es über die Relegation geht, dann werden wir es über die Relegation schaffen. Danke. Danke dir. So klingt also der St. Pölten-Goli, wenn er Dampf ablässt. Christoph Rieger. Frühlingszeit ist Gartelzeit, Walter. Auch in Hütteldorf, oder? Ja, aber wir hatten einen langen, strengen Winter. Deswegen ist der 5-Meter-Raum noch nicht dementsprechend angewachsen. Der lange, strenge Winter auch begünstigend dem Rapid-Sieg, oder wie heute eingetreten? In diesem Fall schon. Also wenn man die 12 Meter sieht und wie der Ball da jedes Mal versprungen ist, also das war nicht zum Nachteil für Rapid. Dann schauen wir auf die beiden Szenen. Michi Konsel, du vielleicht aus Sicht eines ehemaligen Goalies, Christoph Rieger in Minute 6, Quili Thayers Elfmeter in Minute 67, dann Stefan Schwab. Stellvertretend für eine St. Pölten-Saison ist so etwas, was nur St. Pölten heuer passiert? Naja, nur St. Pölten passiert sowas nicht, aber die Saison ist halt ein bisschen verkorkst, sagen wir so. Da verstehe ich den Riegler, ich hab vor allem beim zweiten Elfmeter, da war er richtig gut dran und dann springt er über die Hand drüber. Der Elfmeter ist so und so enorm schwer zu halten und dann passiert sowas noch dazu. Als wären beide nicht einmal unbedingt super geschossen. Ja, er hat das sehr gut gemacht. Er hat relativ lang gewartet. Beim ersten hat er ihn sogar eingeladen auf dieses Eck, den Schützen. Aber sie waren halt leider Gottes aus St. Pöltener Sicht im Tor und für Rapid relativ glücklich. Auch der zweite Elfmeter war aus meiner Sicht nicht zu geben. Der war abgefälscht vom... Diallos Handspiel. Vom, wer war denn das? Diallos Hand war es auf jeden Fall. Ja, Diallos Hand. Aber vorher war es abgefälscht von einem Rapidler und das war es ganz kurzer Distanz. Schwab war es. Mhm. Genau. Schwab war es. Und da kann er eigentlich die Hand nicht mehr wegkriegen. Aber ja, Rapid hat gewonnen, wichtige 3 Punkte. Ein bisschen mühsam, aber der Pflichtsieg ist erledigt. Und Didi Küber hatte noch gute Kontakte nach Wien-Hütteldorf. Vielleicht hatte er einen Gärtner an der Hand, wird ihm aber dann in der Saison auch nichts mehr bringen. Der neue St. Pölten-Trainer live an der Seite von Johannes Brandl im Allianzstadion. Herr Didi Kübauer, haben Sie einen guten Gärtner an der Hand, der das da richten könnte in diesem 5-Meter-Raum? Ja, also sogar im Thomas Nentwich, glaube ich, hat eine Gärtnerei. Also wir würden die Rosenzegel zur Verfügung stellen. Also da ist schon eine Kooperation jetzt in Aussicht gestellt. Ja, also müssen wir reden, aber ist halt leider ein bisschen jetzt ärgerlich, wenn man das jetzt so sieht am Bildschirm. Der erste, glaube ich, ist jetzt zwar auch versprungen, aber ich denke, da kommt er nicht hin. Beim zweiten bin ich mir 100% sicher, dass er ihn holt. Welche Aufschlüsse hat denn diese Partie für Sie gehabt? Das war ja das erste Bewerbsspiel mit der Mannschaft. Im Training kann man immer viel probieren, aber jetzt zählt es in solchen Partien. Ist richtig, ich habe gesagt, nach einer Woche wird jetzt noch nicht alles funktionieren und wie man erst gesehen hat, war es einfach nur zu wenig. Wir haben zwar versucht, in die Positionen zu spielen, aber wir haben zu wenig Aggressivität gegen den Ball entwickelt und haben Rapid eigentlich das Spiel komplett dominieren lassen und da haben wir wirklich nicht das gebracht, aber zum Glück gibt es eine Halbzeitpause, wo ich gesagt habe eigentlich, dass wir unser Spiel noch weiter nach vorne richten müssen und aggressiver zu Werke gehen müssen. Und dann zweitens muss ich sagen, war das für uns wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und leider haben wir sie nicht mit einem Ausgleichstreffer belohnt. Wie positiv ist diese Geschichte auch für Sie, dass nach diesem 0:2 sich die Mannschaft nicht hängen hat lassen, nicht aufgesteckt hat, sondern gezeigt hat, wir sind am Leben, wir versuchen es noch, da geht noch was? Ja, weil das einfach so im Leben ist. Also wenn man 2-0 hinten ist, grundsätzlich sagst du, wenn es gegen Rapid ist, ist die Möglichkeit wird sehr gering sein, dass du noch zurückkommst. Aber wir haben wirklich die große Chance gehabt, heute da den Ausgleichstreffer zu erzielen, weil wir wirklich zweite Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Und wenn wir heute einen oder anderen Ball noch besser gespielt hätten in der Vorwärtsbewegung, dann würden wir sie jetzt alle freuen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war zweite Halbzeit das Spiel meiner Mannschaft wirklich sehr, sehr gut. Und so will ich es auch in Zukunft haben. Aber natürlich brauchen wir noch Training. Es waren sehr wenig Trainingstage, Sie haben es auch schon gesagt. Doch wie viel Kübauer war da jetzt schon drinnen in dieser St. Pöltener Mannschaft? Also das wäre jetzt vermessen zu sagen. Es ist einfach so, dass ich natürlich in dieser Situation schon verlange, dass wir im Umschaltspiel besser werden. Das ist zweite dann wirklich schon ganz gut gewesen, aber man spielt 90 Minuten und da waren nicht die ersten 45 Minuten nicht so, wie man es will. Und da haben wir es wirklich sehr schwer gemacht. Abschließend noch dieses Spiel in diesem Stadion gegen Rapid mit diesen Situationen, ein Tag, den Sie sich merken werden, Ihr Debüt für St. Pölten? Naja, Niederlagen streiche prinzipiell aus meinem Leben, also merke man nicht. Das Stadion auch vollkommen egal? Das Stadion ist wunderschön, aber
Die Niederlage merken wir nicht. Stadion kenne ich eh. Gut, danke schön. Bitte. Also die morgen keine Wiederholungen anschauen, keine Zeitung lesen. Die erste Hälfte hat dem neuen St. Pölten Trainer Walter nicht gepasst. Du hast ja eine Szene herausgepickt und das Ganze von der analytischen Ebene einmal betrachtet, wie Didi Küber sein erstes Match als neuer St. Pölten Trainer angegangen ist. Ja, wenn wir gesprochen haben vorher, wie viel steckt Dietmar Küper jetzt schon in der Mannschaft drinnen, dann war das genau auch in der ersten Hälfte gut zu sehen. Also hat hinten in der letzten Reihe eine Fünferkette aufgestellt und davor vier Spieler im zentralen Mittelfeld und die waren ganz tief gestanden und haben es Rapid relativ schwer gemacht, sich dadurch zu kombinieren. Und der Ansatz von Dietmar Küper war ja, in 28 Runden 67 Gegentore zu erhalten, das ist zu viel. Und deshalb war auch die Mannschaft in der ersten Hälfte mal bedacht drauf, Rapid nicht so ins Spiel kommen zu lassen. Zweite Hälfte war es dann anders. Durch den Rückstand hat St. Pölten dann etwas höher attackiert und ist dann auch gefährlicher geworden. Aber das genau dieser Matchplan, das war Dietmar Küper. Dann widmen wir uns jetzt, Michi, dem SK Rapid. Der hat in jedem Heimspiel in dieser Saison getroffen, hat alle vier Saisonduelle mit dem SK in St. Pölten für sich entschieden und findet offenbar zu alter Stärke zurück. Hat jetzt drei Spiele in Serie gewinnen können, in diesen drei Spielen 11 Tore erzielt. In drei aufeinanderfolgenden Spielen ist das vor 7 Jahren zuletzt gelungen und seit 6 Heimspielen ungeschlagen. Das gab es zuletzt im Oktober 2016. Michi, findet Rapid zur alter Stärke zurück? Ja, wichtig ist, dass man die Chance verwertet. Und das war vor dieser Serie nicht so. Da hat man zwar immer wieder Chancen vorgefunden, aber sie nicht verwertet. Und jetzt spielt man nicht gut, nicht immer, nicht 90 Minuten. Aber man gewinnt und das ist entscheidend und das Wichtigste, wenn man 3 Punkte macht. War ein mühsamer Sieg heute, aber man hat ja auch andere Chancen noch vorgefunden, das darf man nicht vergessen. Also 2-3 Mal waren schon sehr, sehr gute Chancen von Rapid auch da. Auch schon früh auf 2-0 zu stellen. Genau, hat Riegler halt sehr gut gehalten im 1-zu-1-Duell. Bei Rapid funktioniert es momentan, weil die Ergebnisse einfach passen. Da kommt jetzt der Rapid-Trainer zu Wort über einen mühsamen Sieg, wie es Michi Konsel ausgedrückt hat, Johannes Brandl. Mühsam oder nicht, 3 Punkte sind es auf alle Fälle für Rapid. Goran Djuric, Gratulation dazu. Aber warum waren denn Ihre Nerven so strapaziert am Ende dieser Partie? Danke. Ja, anscheinend habe ich irgendwo nicht aufgegessen die letzten Tage oder war irgendwo schlimm, weil es war wirklich nervenaufreibend zum Schluss. Ja, aber erste Halbzeit, wir haben gewusst, was wir brauchen, dass wir Geduld brauchen. Wir haben gewusst, Kübauer kommt, sehr motivierte Jungs, oft aus 6er-Kette gehabt, ganz schwer gegen so eine Mannschaft Chancen zu kreieren. Nichtsdestotrotz haben wir eine zweite Chance gehabt mit Schwab, ganz allein vom Tor, wenn es 2-0 steht, glaube ich, geht es wahrscheinlich auch anders aus. Haben wir nicht gemacht, leider. Und zweite Halbzeit, wie Walter Kogler sagt, haben es dann Peter Söhr attackiert. Wir waren dann zu hektisch, zu viel gewollt, glaube ich, die Mannschaft. Ich finde gar nicht, dass sie sich runterlassen haben oder was ich da höre. Es war zu viel wollt. Und dadurch sind Fehler entstanden. Und wenn man dann das 2-1 bekommt, ist es ganz klar, dass es dann mental schwierig wird, da ruhig zu bleiben. Aber trotzdem haben wir wieder eine 1-gegen-1-Situation gehabt gegen Riegler, wo wir das Tor schießen können. Also ich glaube, doch verdient, aber sehr hart erarbeitet heute. Diese zweiten Hälften auch schon gegen Mattersburg, da war man dann natürlich schon weiter vorne als heute gegen St. Pölten. Wo muss man da ansetzen, dass man da diese Leistung, die man in der ersten Hälfte zeigt, auch durchziehen kann? Ja, das müssen wir wirklich besprechen morgen. Einfach schauen, wie sich die Jungs fühlen, was da in ihnen vorgeht. Wir werden sich ein paar Szenen anschauen und werden reinhorchen vom Trainerstaff in die Mannschaft und ja, werden wir aufarbeiten. Aber wie gesagt, im Endeffekt sind die 3 Punkte jetzt sehr wichtig gewesen. Wir haben in 3 Spielen 11 Tore gemacht, das freut mich sehr. Und ja, dass die Fans ein bisschen enttäuscht sind, dass da heute kein Spektakel war, verstehe ich. Aber wie gesagt, ich weiß, ich beschäftige mich mit Fußball und alle anderen rundherum und wir haben gewusst, dass es ganz schwierig wird und genau das ist eingetreten heute. Belohnt man sich jetzt vielleicht auch mit den Ergebnissen, die man vor ein paar Monaten noch nicht über die Runden gebracht hat? Richtig. Wir haben Top-Spiele gehabt über 90 Minuten, wo wir verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Jetzt ist es nicht immer so und wir gewinnen. Und ja, es kommt immer alles zurück. Rechnen Sie noch mit einem Anruf von der Gärtnerei Nentwich? Wegen? Wegen dem 5-Meter-Raum.
Riegler hat gemeint, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Didi Küber hat gesagt, er kennt eine Gärtnerei, ist kein Problem. Können wir schnell machen, die Rasenziegel werden zur Verfügung gestellt. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Arbeiter hier, aber ich glaube, im Februar hatten wir sehr, sehr viele Spiele. Ist ganz schwierig dann für so einen Platz. Aber natürlich, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, nehmen wir die gerne an.